Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Kellner, sehr geehrter Professor Mittelmann, sehr geehrter Herr Dr. Matern, mein Name ist Sofia Helena Nowak und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Der Mensch zwischen Freiheit und Schicksal. Es ist der vierte Vortragsabend im Rahmen der Ringvorlesung Wissen und Glauben in Judentum und Islam. Die Ringvorlesung ist eine der vielen Veranstaltungen, die die Akademie des Jüdischen Museums Berlin im Rahmen des Jüdisch-Islamischen Forums organisiert, um den Austausch zwischen Juden und Muslimen zu fördern. Heute Abend wollen wir uns dem Problem der Willensfreiheit und Determinismus widmen. Sind wir in unseren Entscheidungen und unserem Handeln frei oder sind wir vielmehr durch die physikalischen Prozesse, dem Inneren unseres Gehirns ablaufen oder durch konkrete genetische Prägung, also die Erbanlagen, determiniert? Hirnforscher zeigen in einer Reihe von Experimenten, dass manche unserer Entscheidungen bereits gefällt werden, bevor das Bewusstsein von ihnen Kenntnis nimmt. Wir tun also nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Hatte also Sigmund Freud recht, als er davon sprach, dass das Ich nicht Herr in seinem eigenen Haus ist? Würde dies aber nicht zwangsläufig auch das Aufgeben der Moral bedeuten? Daher stellt sich die Frage, ob der Preis, den wir für die Aufgabe der Vorstellung vom freien Willen zahlen müssten, nicht letztendlich viel zu hoch ist. Aber ebenso auch gefragt werden, muss gefragt werden, ob denn der Raum für den freien Willen tatsächlich so eng ist. Die Frage nach dem freien Willen gehört zu den Klassikern der Geistesgeschichte und wurde bereits mehrfach von jüdischen und muslimischen Theologen diskutiert. Am heutigen Abend werden wir einige dieser Debatten näher kennenlernen. Wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Thema Herrn Professor Alan Mittelmann und Herrn Professor Martin Nachmut Kellner gewinnen konnten. Professor Mittelmann ist Professor für jüdische Philosophie am Jewish Theological Seminary. Professor Kellner vertritt die Professur für islamische Quellenlehre am Institut für islamische Theologie der Universität Osnabrück. Dr. Asche Matern wird den heutigen Abend moderieren und die beiden Referenten vorstellen. Da er erstmalig bei uns moderiert, möchte ich ihn ganz kurz vorstellen. Dr. Matern studierte Philosophie, Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und jüdisches Denken in Hamburg, Bordeaux und Jerusalem, wo er 2007 in Philosophie promovierte. Er forscht zurzeit an der Eberhard Karls Universität Tübingen im Rahmen der geförderten Nachwuchsforschergruppe Religion und Rationalität, Glauben und Vernunft im Leben und Denken von Muslimen, Christen und Juden im Kontext pluraler Gesellschaften. Herr Professor Mittelmann wird auf Englisch vortragen, Herr Professor Kellner auf Deutsch. Falls Sie eine Übersetzung haben möchten, können Sie sich hier an der Seite Kopfhörer nehmen. Nun möchte ich das Wort an Herrn Matern übergeben und wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Herr Professor Kellner, Herr Professor Mittelmann, Frau Nowak, der polnisch-amerikanische Schriftsteller Isaac Bischewitz-Singer wiederholt in verschiedenen Variationen das folgende ironische Statement. We must believe in free will. We have no choice. Während Sartre uns in paradoxem Optimismus erklärt, wir seien als Menschen, als wahre Menschen, zur Freiheit verdammt, scheinen wir nach Singer schlicht und einfach dazu verdammt, ohne jede Wahlfreiheit an unsere Freiheit zu glauben. Oder könnte der freie Wille vielleicht eine Folge des Glaubens sein? We have no choice but to believe, to make free will real. Nur im Glauben oder nur im Glauben an den freien Willen könnten wir Willensfreiheit gewinnen. Doch so, wie sehe dieser Glaube aus, der wahrlich Berge versetzen müsste? Was haben wir unter Glauben überhaupt zu verstehen? Singer hat uns mitten in das schwierige Thema des heutigen Abends katapultiert, das tatsächlich die Auseinandersetzung mit einem kaum überwindbaren Paradox darstellt. Die Welt des Koran entwickelt eine zweckvolle Harmonie, die unter göttlicher Leitung und Vorsehung steht. Das koranische und in der islamischen Theologie und Philosophie entwickelte Konzept der göttlichen Vorsehung, Qadar, etwa die sich in der Welt verwirklichende göttliche Zumessung, hebe die Freiheit des Menschen allerdings nicht auf. Schließlich verlangt die Tatsache, dass der Mensch für seine Handlung gerichtet wird, schlicht nach dessen Freiheit. Wie diese Freiheit über das reine Postulat hinaus überhaupt möglich ist, bleibt dabei allerdings sehr fraglich. Oder angesichts der Tatsache des We have no choice but to believe in höchstem Maße und im eigentlichen Sinne fragwürdig. In der jüdischen Tradition haben wir letzte Woche Pessach gefeiert, also unsere Befreiung aus Ägypten und damit zugleich nach klassischer Auslegung aus einer diesseitig materialistisch bestimmten Welt. Der befreiende
Die menschliche Freiheit begründende Charakter bestimmt tatsächlich fundamental das jüdische Gottesverständnis und darüber hinaus die Ebenbildlichkeit des Menschen mit seinem Schöpfer. Anochi Hashem Lokecha, Asher Tzitzicha, Me'eretz Mitzrayim, Me'beis Avadim. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Ist aus jüdischer Sicht der erste der am Sinai an das jüdische Volk gerichteten göttlichen Worte. Während dieses Wort im Christentum als Einleitung in die 10 Gebote verstanden wird, ist es aus jüdischer Sicht das erste, gewissermaßen das grundlegende Gebot, das Wort, das die menschliche Existenz in den Bezug auf Gott versetzt. Dass das jüdische Volk überhaupt in Ägypten war, dass wir dort 400 Jahre im Exil leben sollten, dass er, Gott, uns aber doch schon nach 210 Jahren herausholte, sein Plan, seine Entscheidung, unsere Freiheit. Wieder mit den Worten Singers, Life is God's novel, let him write it. Mit diesem Vorblick auf die Thematik des Abends möchte ich Sie, verehrtes Publikum, und natürlich ganz besonders unsere beiden überaus interessanten Gäste, Professor Alan Mittelmann vom Jewish Theological Seminary of America sowie Herrn Professor Martin Mahmoud Kellner von der Universität Osnabrück sehr herzlich begrüßen. Für mich ist es eine besondere Freude, dies zu tun, zunächst schlicht, weil die Thematik, um die es hier heute geht, mir persönlich als jemandem, in dessen Existenz philosophische Fragestellungen mit einer vom jüdischen Gesetz bestimmten Lebensweise konvergieren und denen damit gerade auch die Frage nach dem Wesen und der Möglichkeit menschlicher Freiheit angesichts der vielfältigen praktischen und theoretischen Fragestellungen derselben unmittelbar betreffen. So dann aber auch aufgrund des besonderen Formats dieser vom Jüdischen Museum Berlin hier in der Blumenthal Akademie ausgerichteten Vorlesungsreihe. Der Austausch zwischen Juden und Muslimen, wie er im Rahmen des jüdisch-islamischen Forums gefördert wird, muss nicht nur heute, aber gerade heute für jeden bewusst mit den jüdischen und islamischen Traditionen verbundenen Menschen von hoher Bedeutung sein. Drängen die politischen und sozialen Konflikte die erstaunliche Nähe in den Hintergrund, die sowohl historisch, man denke an den Einfluss, den die jüdischen Traditionen auf den Propheten Mohammed hatten, beziehungsweise den Einfluss der muslimischen Philosophie auf die jüdische Philosophie, also sowohl historisch als auch philosophisch ideell, sowie strukturell und praktisch zwischen beiden monotheistischen Traditionen besteht, etwa bezüglich des kompromisslosen Monotheismus, sowie der Tatsache, dass beide als Gesetzesreligion den Gottesbezug nicht vorrangig über eine gläubige Haltung, sondern über eine konkrete Praxis realisieren, dann wird diesem Verdrängen hier in diesem Forum entschieden entgegengewirkt. Als Juden, möchte ich betonen, sollten wir uns dabei zudem sehr bewusst sein, dass viele der Angriffe auf islamische Mitbürger, die sie in ihrer als mit der liberalen Gesellschaft vermeintlich nicht zu vermittelnden Verpflichtung gegenüber einem archaischen religiösen Gesetz erfahren, sich letztlich genauso gegen uns richten, beziehungsweise von Muslimen auch stellvertretend für die jüdischen Mitbürger erlitten werden, gegen die sich die Aggressionen zwar auch immer offener, aber aufgrund der historischen Konstellation noch nicht wieder mit voller Kraft zu richten wagen. Die besondere Nähe des Judentums und des Islam zeigt sich dabei, neben dem für die Frage nach der menschlichen Freiheit zentralen Punkt des Gesetzescharakters beider Monotheismen, gerade auch hinsichtlich des Oberthemas der Vorlesungsreihe Wissen und Glauben. Unter Bezug auf den Topos der abrahamitischen Religionen, wie zur Betonung der verbindenden Nähe der Monotheismen gern formuliert wird, ließe sich etwa darauf hinweisen, dass Abraham, der für das Christentum der Urvater eines glaubenden Gottesbezuges ist, man denke an den Römerbrief des Apostels Paulus, für Judentum und Islam vor allem in dem Sinne vorbildlich ist, dass er das göttliche Recht umzusetzen suchte, sowie darin, dass er Gott mittels vernünftiger Reflexion erkannte. Der Gegensatz von Wissen und Glaube im Titel der Vorlesungsreihe ist denn auch weder im Judentum noch im Islam so pointiert und so bewusst pointiert herausgestellt worden, wie dies im Christentum, vor allem über das meist mit Tertullian verbundene Diktum Credo quia absurdum est, ich glaube, weil es absurd ist, weil es wieder vernünftig ist, der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil eher systematisch unterlaufen. Darüber hinaus werden wir, so vermute ich, sehen, dass gerade das heutige Thema, der Mensch zwischen Freiheit und Schicksal, die Entgegensetzung von Wissen und Glauben subvertieren könnte, insofern sich weder die Idee der Freiheit noch ihre Infragestellung schlicht der einen Seite des vermeintlichen Gegensatzes zuschreiben lassen. Ich bin jetzt gespannt auf die im Judentum und im Islam entwickelten Möglichkeiten, den Menschen als freies Wesen zu denken, den uns Professor Mittelmann und Professor Kellner aufzeigen werden.
Ich begrüße jetzt als nächstes unseren ersten Redner, Professor Mittelmann. And to do this, I switch to English. I'm very happy to introduce to you Professor Alan Mittelmann. Professor Mittelmann holds the Aaron Rabinowitz and Simon Rifkin chair in Jewish philosophy at the Jewish Theological Seminary in New York. It's not his first day in Germany. He was for several research stays in Germany. He was a recipient of an Alexander Humboldt Foundation research fellowship and served as guest research professor at the University of Cologne in 1994 and 1996. Professor Mittelmann received a Harry Starr Fellowship in Modern Jewish History from Harvard University's Center of Jewish Studies and served as visiting professor in the Department of Religion at Princeton University. Apart from a series of edited books, Professor Mittelmann is the author of 7 books, for example, and importantly, Human Nature and Jewish Thought, Judaism's Case for Why Persons Matter, published in Princeton in 2015. A Short History of Jewish Ethics, printed in 2012, and Hope in Democracy, Oxford, 2009. Most recently, he published Does Judaism Condone Violence? Holiness and Ethics in Jewish Tradition. This book won this year the National Jewish Book Award in the category of Modern Jewish Thought and Experience. His many articles and reviews have appeared in such scholarly journals as the Harvard Theological Review, the Heterop Journal, Modern Judaism, Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, and so on. His essays have appeared in numerous edited volumes, including the Cambridge Companion to American Judaism and the New Blackwell Companion to the Sociology of Religion. As we see today, Professor Mittelmann is an active participant in interfaith dialogue. He was part of a leadership delegation that met with Pope John Paul II and with Pope Benedict XVI. During the bicentennial of the US Constitution, who spoke prominently on the meaning of religious liberty for American Jews in the chamber of the US Senate. He served on the advisory board of the Pew Forum on Religion and Public Life and of the John Templeton Foundation, and currently serves on the academic advisory board of the Atikun Foundation. I'm now looking forward to hearing his talk on freedom and determinism in Jewish thought. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. I'm afraid I have to switch to English now. So Jewish religious sources, like those of all of the great traditions, have much to say about what it means to be a person. As part of that discourse, they also address the challenges to our common concepts of personhood, among them the problem of free choice and determinism. That problem remains salient. For modern philosophers and scientists, the problem of freedom and determinism arises due to a scientific conception of nature, nature as a closed causal order. For everything physical that happens, a physical cause exists. For every event, there is, at least in principle, a sufficient reason. Miracles don't occur. Supernatural causes do not exist. Nature exhibits what philosophers call causal closure. Only physical causality governs. Thus, with the possible exception of the quantum realm, nature is, roughly speaking, a deterministic system. For classical Jewish sources, by contrast, the problem arises because of God's sovereignty. God's knowledge, power, and providence seem to leave no real room for human agency. For human agency to be possible, God must relinquish some control of the world and clear a space in which human beings are genuinely free to choose between competing alternatives. Yet to the extent that God relinquishes his control, his power is diminished. He is no longer omnipotent. Furthermore, given genuine human freedom, God's omniscience is impugned, reduced, negated. A possibility space in which human beings truly decide what to do is one in which God cannot know what they will do
until they do it. Or, on the view that God already knows what they will do, human decision seems predetermined, albeit unknown in advance to the human deciders. If that's the case, then human freedom is more apparent than real. Although these theological quandaries are relatively foreign or irrelevant to many people today, they can be translated into modern frameworks. Take the idea that if God knows what we will do, then our felt experience of deciding and doing is problematic or possibly an illusion. In today's terms, we can say that there is a gap between the felt phenomenological experience of human free choice and an underlying neuronal determinism. We need to hold on to the idea that we have genuine freedom of choice in order to support our practices of praise and blame, punishment and reward, indeed our deep sense of selfhood and agency. Our moral life seems to depend on it. Our felt experience seems to support it. But on the other hand, we're haunted by the thought that ultimately the physics, the metaphysics, and the morals may not cohere. If all that makes us human agents, thinkers, subjects of consciousness emerges from our brains, and our brains are complex physical objects governed by the laws of physics, then it's hard to see how we are anything other than sacks of particles and or bags of chemicals. And these entities follow laws that are physical in nature. They are causally closed. Our worries about what we really are, given scientific images of nature, are expressed in a different conceptual vocabulary from that of our ancestors, but the problems of personhood remain. In what follows, I'll present some Jewish texts in such a way that they can speak, I hope, to contemporary framings of the freedom versus determinism problem. The Bible seems to assume what I would call a robust picture, a kind of strong view of human agency. Verses such as shun evil and do good, seek amity and pursue it, or I have put before you life and death, blessing and curse, choose life, presuppose alternative possibilities among which we can choose. They assume the ability to distinguish between these alternatives and the capacity to choose the best one. This picture is untroubled by worries about whether choice is truly free, whether persons are the real agents of their choice, or whether it is right to hold them responsible for their actions. If we look around a bit, however, we find instances where this straightforward view of agency and responsibility is qualified. There are texts that diminish individual human agency and make human beings subject to forces beyond their control. In Exodus 20, verse 5, after the proscription of making idols and bowing down to serve them, God says, "For I, the Lord your God, am an impassioned God, visiting the guilt of the parents upon the children, upon the third and upon the fourth generations of those who reject me, but showing kindness to the thousandth generation of those who love me and keep my commandments." So the text embeds individuals in their family lineages and envisions the reward or punishment of the persons so embedded to depend upon their ancestors' behavior. Apparently, an individual's fate can be determined on collective and historical grounds. It's not what you do that affects your condition, it's what your ancestors have done. That's a sort of Jewish karma. Of course, the Jewish tradition does not read the text this way. It tries to preserve the robust affirmation of human free choice by claiming that the reward and punishments of the descendants is contingent on whether they act in conformity with their ancestors' bad actions or reject them. So the text introduces an element of individual responsibility. One's condition is not entirely determined by the action of others in the remote past. The possibility of free choice, so to speak, is held up against a kind of determinism. Nonetheless, I want to claim that in the Bible you have these two tendencies, a sort of deterministic view expressed in that way as a
collective historical generational framework of determinism and more of the free choice view. So I would say that the dimension of collective corporate reward and punishment remains, at least on a popular level, in the Bible. We see in Jeremiah, for example, that the Judeans, who will suffer the collapse of their state at the hands of the invading Babylonians, blame their ancestors for their misfortune. The immoral acts of the fathers are requited upon their hapless descendants. This is captured in a proverb that was widespread among the people of that generation. Parents have eaten sour grapes, and children's teeth are blunted. Jeremiah himself offers a sharp moral critique of this view. He says, "Everyone shall die for his own sins. Whoever eats sour grapes, his teeth shall be blunted." And you have Ezekiel saying the same thing in the next generation. Both Jeremiah and Ezekiel emphasize the robust picture of individual agency and responsibility by de-emphasizing the earlier, quite kosher vision of a collective intergenerational determinism. The law, too, comes to reject the collective vision. Thus, Deuteronomy 24:16 says, "Parents shall not be put to death for children, nor children be put to death for parents. A person shall be put to death only for his own crime." To the extent that both of these understandings, the more deterministic one and the more individualistic free agency one, remain in play, there's a tension. The view that stresses the individual as the agent of choice and the subject of its consequences exemplifies what philosophers call a libertarian or an indeterminist approach, the free will side. Individuals decide their own fates based on moral choices, which they are competent to make. The view that highlights collective responsibility is deterministic. Individuals' fates are decided through their membership in groups. One's personal righteousness may not suffice to save one from a general fate. On the one view, God judges individuals as individuals. On the other, God judges them in a more categorical manner. Although the biblical authors move toward individuating agency and emphasizing the liberty of moral agents to choose, a sense that human choice is also determined by other forces remains. In the Joseph story, after Joseph reveals himself to his astonished brothers, he tells them not to be distressed or to blame themselves, quote, "because you sold me hither. It was to save life that God sent me ahead of you. God has sent me ahead of you to ensure your survival on earth. So it was not you who sent me here, but God." What the biblical scholar Yechezkel Kaufman called a dual causality is operating here. Human beings think that their plans and choices are their own, that they are responsible for their decisions, but God is working behind the scenes, shaping both daily life and the broad sweep of history in some mysterious manner to affect his own desired outcomes. This pattern is pervasive, not only in the early biblical books where the miraculous is overt, but also in later books like Esther, where the presence of God is entirely indirect and behind the scenes. How much human agency is possible in a universe governed by a divine sovereign? To what extent are we divinely programmed robots or puppets? This question is evoked by the story of the Exodus, apropos of Passover, when Pharaoh repeatedly refuses to let the Israelites go. He refuses because God has hardened his heart. God tells Moses, "I will harden Pharaoh's heart, that I may multiply my signs and marvels in the land of Egypt. When Pharaoh does not listen to you, I will lay my hand upon Egypt and deliver my ranks, my people, the Israelites, from the land of Egypt." I'll skip over the rest of the quote for the sake of time. "So God will so arrange matters that Pharaoh will lack the ability to choose among alternatives. Even if he wants to let the Israelites go,
God will stiffen his resolve to keep them enslaved. So the ancient text raises an obvious moral problem. Was it unjust for God to punish Pharaoh for his actions insofar as God denied Pharaoh free choice and hence the ground for moral responsibility? How can God fairly punish a puppet? Although this problem exercised later Jewish interpreters, at first glance, it seems not to have greatly troubled the biblical author. But then again, the structure of the narrative may suggest a subtle authorial recognition of this problem. Pharaoh hardens his own heart 10 times, and God hardens it, or announces he will harden it, another 10. God's hardening of Pharaoh's heart does not begin until the 6th plague. For the first 5 plagues, Nachum Sarna writes, the Pharaoh's stubbornness is a product of his own volition. Even after the first instance where God directly stiffens Pharaoh's heart, we read that once again Pharaoh is responsible for the hardening of his own heart. Only afterwards does his agency decline as God eliminates his ability to choose. The way the tradition reads this is that Pharaoh has already chosen his own fate. That is, the hardening of his heart is not a prevention of him becoming repentant and doing the right thing. It is the beginning of his punishment. He's already deserved the punishment, and the hardening of the heart is the punishment, or at least the beginning of the punishment. So this reading preserves the robust picture of human agency while acknowledging that constraints on free will are present and can be determinative. I'm going to skip ahead one paragraph for the translator. Neither the Bible nor the rabbis theorize the balance between human agency and the divinely originated determination of events. For that, we must wait for the medieval philosophers. Rabbinic sources sense the problem more than they analyze it conceptually. A famous Mishnah in Pirkei Avot says, all is foreseen, but freedom of choice is given. Harashut Natuna. This states the paradox, but it doesn't resolve it. All is foreseen. God sees everything in advance, but still gives human beings freedom of choice. That's the very statement of the problem. It's not an analysis or a reconciliation of it. Similarly, the Talmud maintains all is in the hands of heaven. Everything's determined, except for the fear of heaven, Yirat Shemayim. Following the Talmudic precedents, Rashi clarifies what this implies. Rashi says that all that happens to a person comes from God. Whether one is tall or short, poor or rich, wise or foolish, white or black, all is in the hands of heaven. Whether one is a tzaddik, righteous, or a resha, wicked, however, is not determined by heaven, but is in one's own hand. Rashi says, two paths, shnei drachim, open before one, and one has to choose either the fear of heaven or the neglect of heaven. This is, of course, not a philosophical argument. It's just an assertion that preserves the tradition's desired division of theological labor. When we get to the medieval Jewish philosophers, we find, for the most part, a strong interest in maintaining the robust picture of human free choice, despite an equally strong awareness of the limits and complications of the libertarian or indeterminist thesis. There's a lot one could say on this, but in the interests of time, I'm going to go right for Maimonides, as Maimonides is the most sophisticated of the philosophers, in my view, and as his view is potentially the most radical. As with all things Maimonidean, how we interpret him depends on how we assess the relative value of his exoteric versus his esoteric, his held close to the chest opinions. The Guide for the Perplexed seems to have a secret, perhaps subversive tradition
that is not hinted at in his other works. So there are three relevant works, the Mishneh Torah, the Legal Code, the Shmoneh Prakim, the eight chapters, and the Guide for the Perplexed. I'll say a little about each one and then wrap up. In the Legal Code, the Mishneh Torah, Maimonides strongly endorses free choice. He modifies that view somewhat in the eight chapters, the freestanding introduction to Pirkei Avot. He complicates the picture greatly in the Guide for the Perplexed, where he quite possibly articulates a strong determinist thesis in an esoteric way. Maimonides' view in the Mishneh Torah is straightforward. This is what he says. Freedom of choice, reshut, is bestowed on every human being. If one desires to turn toward the good way and be righteous, he has the power to do so. If one wishes to turn toward the evil way and be wicked, he is at liberty to do so. Quoting Genesis, "Behold, the man has become as one of us to know good and evil," which means that the human species has become unique in the world, there being no other species like it in the following respect, namely that man of himself and by the exercise of his own intelligence and reason knows what is good and what is evil, and there is none who can prevent him from doing that which is good and that which is evil. Similarly, he says in the Hilchot Teshuvah, in the Laws of Repentance, there is no one that coerces him or decrees what he is to do or draws him to either of the two ways, but every person turns to the way which he desires spontaneously and of his own volition. Maimonides claims that this great principle, Ikar Gadol, is the pillar of the law and the commandments without which the rationality of the Torah would collapse. In the eight chapters, Maimonides interprets the Talmudic opinion that all is in the power of heaven except for the fear of heaven. The all that is in the power of heaven is, quote, meant to designate only natural phenomena which are not influenced by the will of man, as whether a person is tall or short, whether it is rainy or dry, whether the air is pure or impure. God predestines the condition of the physical world from the time of its creation. Only freedom of choice escapes causal closure, escapes the laws of nature. Quote, the divine will ordained everything at creation, and all things at all times are regulated by the laws of nature and run their natural course, Maimonides tells us. For Maimonides, this is what the rabbis of the Talmud meant when they said, Olam kaminhago noheg, everything follows its natural course. He took that as a strong endorsement of a kind of causally closed natural law set up in the creation. Maimonides rejects divine determinism of the Islamic occasionalists, who reject natural causality and hold that God intervenes moment by moment and event by event, determining everything that takes place. For these thinkers, the category of nature is vacuous. God controls everything all of the time. For Maimonides, the obliteration of nature and natural law are unacceptable. Judaism affirms the integrity of nature as a creation of a good God. He says, to say that a man rises or sits down in accordance with the will of God simply means God created man as a being whose physical nature is such that he can rise and sit down and whose mental nature is such that he has the freedom of choice to do so, end quote. Nature reflects stable laws and a general pattern of causality. These seem to stop short, however, at the threshold of the human will. Or do they? In the last chapter of the second book of the Moreh Nevuchim, the Guide of the Perplexed, Maimonides comes close to integrating free choice into natural causality. In the view of some scholars, he actually does so. Everything that is produced in time, he says, has a cause.
The regress of causes ends at the first cause, the divine will. Since the primordial exercise of divine will at creation, three kinds of proximate cause are at work: natural, free, and volitional. Natural causes refer to such things as snow always melting when the air becomes warm, or waves being stirred when the wind blows. All of those expressions in the Torah, where God appears to cause effects in nature through commanding or speaking, should be understood in the sense of God establishing natural laws at the time of creation. God does not micromanage nature in the present, as the occasionalists believe. It is merely a matter of rhetorical style in the Bible to leave out proximate causes and to invoke the divine first cause in all relevant instances. With the second and third kinds of causation, the picture becomes more complex. Maimonides blurs the distinction in a crucial passage between free choice, b'chira chofshit, in a rational being, and volition in a non-rational animal. So, here's the quote. "For inasmuch as the deity is, as has been established, he who arouses a particular volition, an act of will, in the irrational animal, and who has necessitated a particular free choice in the rational animal, and who has made natural things pursue their course, it follows necessarily from all this that it may be said with regard to what proceeds necessarily from these causes, that God has commanded that something should be done in such a way, or that he has said, let this be thus." So what is Maimonides saying here? As some scholars read it, Maimonides erases the distinction between causation of the irrational of an irrational animal's volition and the free choice of a rational animal, of a human being. God arouses a volition in animals. In Ibn Tibbon's Hebrew, he'ir haratzon, for example, the desire of a fish or an insect to do X. In the same way that he necessitates a particular free choice, chayav habechira, in a human being, Maimonides is fully equating an animal having a desire to do something and doing it, and the creation of a volition in a human being. He integrates both of them in a kind of determinist causal order. God does not do this moment by moment directly. He has set up the world so that these processes happen naturally as a chain of proximate causes. But what then is the status of free choice? Maimonides seems to integrate it into the causal matrix of nature. Human free choice and natural animal impulse are not categorically distinct from one another. In the words of Shlomo Pines, the translator of the guide into English, "In Maimonides' opinion, volition and choice are no less subject to causation than natural phenomena, and do not form in this respect a domain governed by different laws or by no laws at all." End quote. So if this is Maimonides' true view, then he is shockingly a strict determinist. Free will has at best an illusory or fictive status. If the view of the guide is meant to coexist, however uneasily, with the libertarian position of the Mishnah Torah and the eight chapters, then Maimonides is what philosophers call a compatibilist. Our psychological sense of free will is not the ultimate truth. The ultimate truth is more deterministic, but we need the psychological sense in order to be the people we believe ourselves to be. So on that view, the compatibilist view, whatever the ultimate reality might be, whatever a final physics might tell us about the world, we need to conceive of ourselves as capable of free choice in order to achieve the moral, intellectual perfection
possible for us, Maimonides' human goal. Free choice might ultimately be an illusion, but we can't allow ourselves to see it that way. Whatever reasons we have for accepting the scientific account do not outweigh the reasons we have for accepting ourselves as persons. Personhood must be seen, at least by persons, as ontologically basic. There's something contradictory about dismantling ourselves in the name of reason. That, I submit, is the lesson that we can take away from Judaism's reflections on the free choice and determinism problem. Thank you. Thank you very much, Professor Mittelmann, for this inspiring lecture. And I think we will have a counterpoint to this now with the lecture by Professor Kellner. Professor Martin Kellner, I have a little less to say about him. He's very young, so his career is a little shorter until now. It will be interesting to introduce him again in 20 years. Er ist in Österreich geboren, in Bad Ischl, und studierte auch in Österreich an der Universität Wien Kultur- und Sozialanthropologie. Dabei spezialisierte er sich in regionaler Hinsicht auf den arabischen Raum sowie fachlich vor allen Dingen auf die Medizinanthropologie. Sein MA erfolgte zur Medizinethik im Islam, bevor er 1999 nach Damaskus übersiedelte und dort die arabische Sprache intensiv studierte, als Lehrkraft und Projektleiter am Goethe-Institut arbeitete und das Studium der klassischen islamischen Wissenschaften an der Hochschule in Damaskus durchführte. In den Jahren 2005 bis 2007 folgte die Promotion an der Uni Wien zu bioethischen Fragestellungen am Lebensbeginn und Lebensende in der islamischen Rechtsliteratur. Darauf folgten verschiedene Lehrtätigkeiten an unterschiedlichen Universitäten, bis er im Jahr 2013 als wissenschaftliche Arbeit an der Universität Osnabrück begann, am Institut für Islamische Theologie. Seit 2017 vertrat er da verschiedene Professuren, die Professur für Koranwissenschaft, und hält zurzeit in Vertretung den Lehrstuhl für islamische Quellenlehre am dortigen Institut für islamische Theologie. Professor Kellner ist zugleich Gründer und Leiter der Bildungsinitiative Madrasa, einem Verein für islamische Bildung und interkulturellen Dialog, der sich der Vermittlung klassischer islamischer Wissenschaften in deutscher Sprache widmet. Die Kernpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit liegen also in den klassischen islamischen Texten, und der Bereich der Medizinanthropologie ist ausgeweitet worden auf weitere grundsätzliche Fragen hin. Ich freue mich jetzt auf einen Vortrag zum Thema Prädestination und freier Wille in der islamischen Theologie, koranische Quellen und systematisch-theologische Dialoge. Vielen Dank für die freundliche Einführung und danke auch für die Einladung. Ich bin froh, wieder hier zu sein, und ich bin erstaunt, also positiv überrascht, wie viele Leute bei diesem guten Wetter sich solch abstrakten Fragestellungen wie der Prädestination und dem menschlichen Willen widmen. Herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz, worüber ich sprechen werde, ist, ich werde versuchen, das Thema sozusagen aus einer koranischen Perspektive darzustellen. Das heißt, ich werde einige koranische Narrative Ihnen präsentieren und zeigen, wie die Spannung zwischen göttlicher Souveränität im islamischen Denken und menschlichen Willensfreiheit ausgeführt wird, wie das diskutiert wird. Und ich möchte hier vor allem sozusagen am Ende der göttlichen Souveränität beginnen und nicht bei der menschlichen Willensfreiheit. Warum? Weil die menschliche Willensfreiheit letzten Endes aus islamischer Sicht eine Folge des göttlichen Handelns und der göttlichen Schöpfung ist und nicht umgekehrt. Also wir sehen sozusagen nicht unseren Willen und lassen dann für Gott noch etwas Raum, sondern umgekehrt aus islamischer Sicht oder aus Glaubenssicht ist es so, dass Gott in seiner Schöpfung Raum lässt für den menschlichen Willen. Die wesentlichen Fragen, um die es so gehen wird,
welchen Platz dieses Thema in der klassischen islamischen Theologie einnimmt. Ich werde Sie nicht zu viel mit Details belasten, auch nicht mit zu viel mit Diskussionen zwischen verschiedenen Gruppierungen, sondern ich möchte einfach die Grundlinien darstellen, dass Sie einfach mal eine Vorstellung haben, wie sozusagen Muslime zu diesem Thema denken und was so die wesentlichsten Narrative sind. Genau, welche Texte sind es, die den theologischen Diskurs beherrschen? Und hier vor allem werde ich mich auf koranische Texte beziehen, weniger auf den anderen Teil der islamischen Primärquellen, nämlich die Hadith-Literatur. Die werde ich einfach aus Zeitgründen, ich muss auf die Uhr schauen, mal außen vor lassen. Dann werde ich versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, ob dieser theologische Determinismus, den es im Islam gibt, stringent ist oder wie weit es ob es einen Raum für Willensfreiheit gibt und wie weit es sozusagen Widersprüche gibt zwischen diesen beiden Polen. Und ich muss, oder ja, ich werde im Laufe der Vorlesung auch kurz darauf eingehen, wie sich in der islamischen Theologie der Sachverhalt von Kausalitäten darstellt, weil das wichtig ist, um zu verstehen, welche Willensmacht sozusagen Geschöpfe und hier besonders Menschen in ihrem Leben haben angesichts dem Gedanken der göttlichen Macht und der göttlichen Souveränität. Wir haben die Diskussion über Determinismus und Willensfreiheit findet in einer bestimmten Branche der islamischen Wissenschaften statt, die sich sozusagen die Kalam-Wissenschaft nennt. Kalam heißt wörtlich das Sprechen und Reden. Gemeint ist damit, oder es ist eine der Definitionen von Kalam, ist die Kunst, mit rationalen und textuellen Beweisen Glaubensannahmen zu diskutieren, zu verteidigen und geistig zu kontextualisieren. Also um das nur ein bisschen weiter auszuführen, wir haben eine Glaubenslehre, das heißt, was habe ich als religiöser Mensch zu glauben oder woran soll ich glauben? Das ist jetzt zum Beispiel, es gibt die Annahme, es gibt Gott, Gott hat diese und jene Eigenschaft, Gott ist ohne Anfang, Gott ist ohne Ende und so weiter. Und dann habe ich in der rationalen Theologie, wenn man das so nennen kann, die Kalam, die Wissenschaft oder die Kunst, diese Kalam, versucht, diese Glaubenssätze zu rationalisieren und rational zu debattieren, wie zum Beispiel die klassischen Gottesbeweise, die auch hier sicher schon diskutiert worden sind. Die Welt ist veränderlich, deshalb hat sie einen Anfang. Alles, was einen Anfang hat, braucht jemanden, der es in die Existenz bringt und so weiter. Also hier ist sozusagen der Unterschied zwischen der reinen Glaubenslehre und dem, was wir Kalam nennen. Oder die religiöse Annahme, alles, was es gibt, ist von Gott erschaffen und von Gott bestimmt. Das ist eine Glaubensannahme. Und jetzt ist die Frage, wie lässt sich das vereinbaren mit einerseits einer Alltagserfahrung, nämlich der Alltagserfahrung, wenn ich jetzt Wasser trinken will, dann kann ich Wasser trinken. Und andererseits mit der auch religiösen Annahme, dass der Mensch, wie auch im Vortrag schon erwähnt worden ist, verantwortlich ist, dass der Mensch auch religiös gesehen verantwortlich ist für sein Handeln, dass der Mensch moralisch sozusagen sein Handeln richtig wählen muss. Und jetzt gibt es noch etwas, was wichtig ist, eine weitere Grundtatsache in der ganzen Diskussion, die hier bedeutend ist und die später bedeutend sein wird, nämlich in dieser Kalam-Wissenschaft diskutieren wir einige Glaubensinhalte rational, ja, zum Beispiel die Annahme, dass es Gott gibt. Ja, da gibt es sozusagen eine rationale, auch wenn sie nicht hundertprozentig befriedigend vielleicht ist, ich will jetzt nicht über die Sinnhaftigkeit von Gottesbeweisen diskutieren, weil das sehr problematisches Thema ist, aber man versucht zumindest, man sagt, okay, die Existenz Gottes könnte man, also man versucht sie rational zu diskutieren, aber nicht alles, was man glaubt, ist sozusagen Gegenstand einer rationalen Diskussion. Das heißt, man geht davon aus, dass es bestimmte Dinge gibt, die rational nicht dargelegt werden können, wie zum Beispiel der Glaube an das Jenseits, eschatologische Grundannahmen. Die sind nicht sozusagen aus islamischer Sicht nicht Gegenstand einer rationalen Beweisführung. Also theoretisch könnte das Leben auch ohne Himmel und Hölle im Jenseits funktionieren. Aber sozusagen man geht davon aus, man weiß das, weil die Texte darauf hinweisen, weil sozusagen die Offenbarung darauf hinweist. Also es gibt Glaubensinhalte, die sozusagen rational mitbestätigt werden. Es gibt Glaubensinhalte, die sozusagen nur rein auf der
auf Offenbarungstexten basieren und die man sozusagen einfach glaubt, weil sie eben von Propheten oder ähnlichen Quellen mitgeteilt wurden. Determinismus und die Frage von Determinismus ist im Prinzip ein Gegenstand dieser Kunst des Kalam, das heißt dieser rationalen Beweisführung. Also man versucht sich rational mit dieser Frage zu beschäftigen. Das war jetzt eine Einführung in die, ich habe sozusagen den Boden geschaffen und versucht den Boden zu schaffen für die Fragestellungen. Welche Bedeutung hat das Thema in der islamischen Theologie? Einerseits natürlich, es ist wichtig für das Menschenbild. Also es ist eine sehr, sehr wichtige, Frage in der Grundannahme des Menschseins, ob ich davon ausgehe, dass ein Mensch willensfrei ist oder eben nicht. Das Zweite ist, es gibt theologische Grundfragen, die mit dem Wesen Gottes zu tun haben. Zum Beispiel, ist Gott allmächtig? Und auch damit hängt sozusagen die Frage von Determinismus zusammen. Und die Frage von Willensfreiheit und Determinismus gilt in der Kalam-Wissenschaft als eine der komplexesten, schwierigsten und umstrittensten Themen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist keineswegs ein Thema, wo man sagt, okay, die Muslime haben sich darauf geeinigt, sondern es wird über Einzelfragen, wie dieser menschliche Wille genau gestaltet ist, in welcher Beziehung göttliche Macht und menschliche Freiheit stehen, wird enorm differenziert diskutiert. Und es hat gerade ein Student bei mir eine Masterarbeit geschrieben über zwei spätosmanische Großgelehrte, Mustafa Sabri Effendi und Mohammed Said al-Kawthari. Das waren also sehr, sehr wichtige, einflussreiche Gelehrte, die bis ins 20. Jahrhundert gelebt haben und die sozusagen so die letzten großen Gelehrsamkeitsfiguren im spätosmanischen Reich waren. Und die auch sehr, sehr, sehr gut befreundet waren, aber die sich wirklich zerstritten haben über die Frage, wie der menschliche Wille genau, ob der erschaffen ist oder nicht erschaffen ist und so weiter. Also das Thema bleibt sozusagen ein heißes Eisen in der islamischen Theologie. Gut. Jetzt zu den Grundlagen, zu den koranischen Aussagen und zu den theologischen Grundlagen in der Diskussion. Das Erste ist, glaube ich, nicht sehr schwer zu verstehen, wenn man die Grundlagen des islamischen Glaubens kennt. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Also es gibt niemanden, der irgendwas erschaffen kann, außer Gott. Mit erschaffen meint man dann die etwas aus der Nicht-Existenz in die Existenz zu bringen. Und das ist sozusagen ein göttliches Monopol. Die Frage ist aber in der Theologie, wie ist es mit Wirken? Gibt es Dinge, die wirken können in der Schöpfung? Also gibt es eine Kraft in der Schöpfung, die wirken kann, außer der Kraft Gottes? Und das ist eine sehr, sehr wesentliche Frage, auf die wir gleich kommen werden. Also Gott erschafft alles. Er erschafft Handlungen, er erschafft Wirkungen, wir kommen gleich dazu. Und die Frage ist auch, erschafft er auch den Willen? Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, die wir sozusagen im Laufe des Vortrags noch weiter anreißen werden. Wir sind jetzt sozusagen nur bei den Grundlagentexten. Ein weiterer Text ist, und nicht ein Blatt fällt nieder, ohne dass Gott es weiß. Das heißt, die Annahme, dass göttliches Wissen alles umfasst. Nicht nur die großen allgemeinen Dinge, sondern die kleinsten Dinge wie ein Blatt, das vom Baum fällt, wo man sich denkt, okay, es könnte Wichtigeres geben. Aber auch das sozusagen, also hier wird im Koran darauf aufmerksam gemacht, auch das ist sozusagen ein Gegenstand göttlichen Wissens. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist zu sagen, sei und so ist es. So preist demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist und er hat zu allem die Macht. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Hier ist jetzt ein neues Element, nämlich Gott erschafft den Menschen und prüft den Menschen, indem er ihm eine gewisse Freiheit lässt, gut oder schlecht zu handeln oder besser zu handeln und weniger gut zu handeln. Ja, wer von euch die besten Taten begeht. Also hier sieht man, hier kommt sozusagen das Element des menschlichen Willens hinein. Er ist der Allmächtige, der Allvergebende.
Jetzt kommt in einer anderen Stelle, heißt diejenigen, die ihm beigesellen, gemeint sind hier die Götzendiener, was sozusagen sehr, also im Koran eine sehr, sehr negativ besetzte menschliche Grundhaltung ist, werden sagen, wenn Allah oder wenn Gott gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt. Warum ist das bemerkenswert, diese Stelle? Weil sie etwas zeigt, nämlich hier, also diese letzte Aussage ist eindeutig sozusagen im Kontext von Tadel. Also es wird etwas getadelt. Was wird getadelt? Dass Menschen sich auf, sozusagen darauf hinausreden, dass das, was sie machen, eigentlich von Gott gewollt ist. Das heißt, wir hatten ja doch keine Freiheit. Und das ist sozusagen, also Ziel dessen war jetzt einfach einmal Ihnen sozusagen mehrere Texte vorzustellen, in denen so eine gewisse Spannung ist zwischen göttlicher Allmacht und menschlicher Freiheit und der Art und Weise, wie der Mensch sozusagen Gott etwas zuschreiben kann, Handlungen zuschreiben kann, Handlungsoptionen zuschreiben kann. Die nächste Frage ist Kausalitäten. Ich hatte gerade einen trockenen Mund und habe einen Schluck Wasser getrunken. War nicht inszeniert, mir ist gerade das Beispiel eingefallen. Und das Wasser wirkt jetzt in mir, dass ich wieder leichter reden kann. So, jetzt ist die Frage, wirkt dieses Wasser in mir durch sich selbst oder ist es Gott, der wirkt in diesem Wasser? Und so weiter. Das ist die Frage bei den Kausalitäten. Oder anders gesagt, ein bisschen trockeneres Beispiel, ich habe Feuer und ich habe Holz. Das ist ein Bild, also nicht das Bild, aber der Narrativ ist sozusagen jetzt ganz typisch in der islamischen Literatur, dieses Feuer, verbrennt Feuer, hat Feuer die Kraft zu verbrennen. Ich habe Holz, sozusagen als etwas Erschaffenes, ich habe Feuer als etwas Erschaffenes und wenn die beiden zusammenkommen, dann normalerweise verbrennt dieses Feuer das Holz. Jetzt ist die Frage, wie verbrennt es? Hat Feuer die Kraft zu verbrennen? Er schafft das Feuer, die Verbrennung, oder es ist Gott, der hier schafft. Oder, vielleicht ein bisschen moderner, ein bisschen alltäglicher, ich habe Kopfschmerzen und nehme ein Aspirin und das Aspirin hilft mir. Ist es das Aspirin, welches mir die Kopfschmerzen erleichtert, oder ist es Gott, der mir die Kopfschmerzen nimmt durch das Aspirin und so weiter. Jetzt habe ich drei wesentliche Grundansätze in dieser Diskussion. Die erste wird in der klassischen islamischen Literatur immer als die Naturphilosophen, die atheistische Naturphilosophie benannt. Ja? Das sind die, die sagen, Feuer verbrennt, ist in sich verbrennend, ist durch sich selbst verbrennend oder Aspirin, das ist die modernere Version, Aspirin ist durch sich selbst heilend oder Kopfschmerzen lindernd oder wie auch immer. Okay? Das ist Position Nummer eins. Position Nummer zwei wäre, die Idee, die meistens den Mu'tazilen zugeschrieben werden, nämlich die Idee, die meistens den Mu'tazilen zugeschrieben wird, nämlich Gott erschafft das Feuer und schafft in diesem Feuer die Kraft zu verbrennen und zieht sich zurück und die Kraft des Verbrennens bleibt im Feuer. Die dritte Position, die normalerweise der großen sunnitischen Glaubensschule der Aschariten zugeschrieben wird, ist die, dass Gott in dem Moment, wo Feuer da ist und in dem Moment, wo dieses Holz da ist und die beiden zusammenkommen, etwas erschafft, was verbrennen heißt. Das heißt, in jeder Sekunde erschafft Gott sozusagen etwas Neues, aber er bindet diese Kausalitäten aneinander, um uns an das Leben zu gewöhnen. Aber es besteht überhaupt keine Notwendigkeit. Es besteht keine Notwendigkeit, dass Feuer verbrennt. Und als Beispiel wird der berühmte koranische Narrativ verwendet, nämlich, dass Ibrahim, im Koran beschrieben, ins Feuer geworfen wird und Gott sagt zum Feuer, sei kühl und friedlich und das Feuer ist kühl und Abraham geschieht in diesem Feuer nichts. Ja? Oder dass jemand ein Aspirin nimmt und Gott sozusagen nicht durch, sondern während der Mensch das Aspirin genommen hat, Heilung erschafft. Aber nicht, dass sozusagen notwendigerweise die Kraft der Heilung in diesem Medikament ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige und dominante Glaubensposition in der sogenannten aschariitischen Denkschule.
Und dadurch natürlich, weil das Thema Wunder aufgekommen ist, dadurch wird das Thema Wunder natürlich relativ leicht argumentierbar. Wenn man sagt, okay, Abraham wird ins Feuer geworfen und das Wunder ist, dass ihm nichts geschieht. Das heißt, es ist das Feuer da und Gott erschafft in dem Moment nicht die Kraft des Verbrennens. Punkt. Und damit ist sozusagen sieht man einfach, eine Kausalität ist nichts Zwingendes, sondern Naturgesetze sind dafür da, um Menschen an bestimmte Regelmäßigkeiten zu gewöhnen, aber es sind eben nur Regelmäßigkeiten, die keine Notwendigkeit haben. Gut. Jetzt ist die Frage der menschliche und der göttliche Wille. Also ich denke jetzt ein Universum, das durch und durch beherrscht ist von göttlichen Interventionen. Also alles, nach dem, was ich gesagt habe, alles, was sozusagen geschieht in irgendeiner Weise, egal wie banal es ist, ist sozusagen direkte göttliche Intervention. Jetzt ist die Frage, was hat der menschliche Wille in dem Ganzen zu tun? Welche Kraft hat der Mensch, etwas zu wollen? Hier ist ein Vers im Koran. Und ihr werdet nicht wollen, wenn Gott nicht will. Oder ihr wollt nur dann, oder ihr wollt nicht, es sei denn, dass Gott will. Das ist eine sehr, sehr komplexe Aussage, die auch sehr, sehr breit diskutiert worden ist. Und das Bild der Sonne hier soll Folgendes zeigen. Es gibt einen Ansatz, das zu erklären, den göttlichen Willen und den menschlichen Willen, nämlich, dass sozusagen der göttliche Wille entspricht der Sonne an sich und der menschliche Wille entspricht den Sonnenstrahlen. So, die Sonnenstrahlen sind ohne Sonne nicht denkbar, Nummer eins. Sie kommen von der Sonne. Gleichzeitig aber sind sie etwas anderes als die Sonne selbst. Und das ist ein Ansatz, wie sozusagen die Beziehung zwischen menschlichem und göttlichem Willen erklärt wird. Jetzt, ich komme jetzt noch zu zwei wichtigen Grundprinzipien, um dann noch einmal auf den Willen eingehen zu können. Wie gesagt, es gibt jetzt ein Prinzip des Wissens, also die göttliche Souveränität im Wissen. Gott weiß alles, wie gesagt, kein Blatt fällt vom Baum, ohne dass er es weiß. Dann, das Zweite ist, und das ist ganz, ganz wichtig, um die islamische Konzeption von Vorherbestimmung zu verstehen, dass göttliches Wissen, dass Gott an sich in keiner Weise beherrscht ist von Zeit und Raum. Und das muss man verstehen, um sozusagen das ganze Konzept von Vorherbestimmung zu verstehen. Gott hat Zeit und Raum erschaffen und ist deshalb nicht beeinträchtigt von diesen beiden Sphären. Und es gibt eine sehr alte Geschichte, dass ein Cousin des Propheten gefragt worden ist, wo ist Gott? Und Klammer auf, die Frage, wo ist Gott, ist eine ganz, ganz typische Frage, die derzeit die salafistischen Diskurse dominiert. Also aus bestimmten Gründen ist im Salafismus ist die Frage, Gott einen Ort zuzuschreiben, hat eine sehr, sehr starke Bedeutung, weil es eine Art von wörtlichem Verständnis von religiösen Texten ist, nämlich Gott ist im Himmel, das heißt, er ist hier oben. Klammer zu. Die Erhabenheit Gottes über Raum und Zeit. Hier haben wir eine Geschichte, die angeblich 1400 Jahre alt ist. Sie ist zumindest sehr alt. In der es heißt, wo ist Gott? Und dann wird im sehr eloquenten Arabisch wird gesagt, Gott, also wo ist eine Frage nach dem Ort? Also wenn du nach Gott fragst, dann fragst du nach einem Ort. Jedoch, Gott existierte schon immer, als es weder Zeit noch Ort gab. Und er ist heute noch immer so, wie er damals war. Das heißt, er hat Zeit und Raum erschaffen und ist deshalb über Zeit und Raum. Und dieses Prinzip ist sehr, sehr wichtig, um Prädestination, Vorherbestimmung zu verstehen. Und es gibt jetzt Dinge, die der Mensch entscheiden kann. Also ich kann jetzt entscheiden, ob ich Wasser trinke oder nicht. Einerseits aber erst, wenn Gott einerseits die Umstände dafür schafft, das heißt, wenn er mir Wasser schafft, wenn Wasser erschaffen ist, wenn Wasser vorhanden ist, dass wir halt jetzt in einer Welt leben, in der Wasser zum Beispiel, also in einer Welt, in einem Teil der Welt leben, in dem Wasser relativ leicht verfügbar ist. Und Gott kennt die Entscheidung des Menschen schon seit jeher
ohne ihn dazu zu zwingen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Wasser trinke, dann sage, oder wenn ich jetzt im Jüdischen Museum einen Vortrag halte, dann mache ich das einerseits mit meinem freien Willen. Gleichzeitig aber geht man davon aus, dass Gott diese Entscheidung, heute hier zu sein, schon seit jeher kannte. Warum? Weil sein Wissen zeitlos ist. Und das ist etwas, was sozusagen die klassische islamische Theologie, die aschariitische islamische Theologie übernommen hat und was aber auch ein gewisser Streitpunkt ist. In der aschariitischen Theologie heißt es, Gott kennt nicht das, was in der Zukunft geschehen wird. Wir gehen noch kurz darauf ein. Und der Mensch wird für das, was er gemacht hat, zur Verantwortung gezogen. Das heißt, der Mensch ist moralisch verantwortlich. Genau. Und jetzt kommen wir jetzt kommen wir kurz zum Willen. Nichts, was ist, kann sein, ohne dass Gott es will. Also alles, was ist von Gott gewollt. Warum? Weil wenn etwas geschehen würde, was Gott nicht will, dann wäre er nicht allmächtig. Alles, was ist, wird von Gott erschaffen, das haben wir gesagt. Dann es gibt eine Unterscheidung zwischen natürlich moralischen Kategorien wie Gut und Böse und diese gibt es nur für willensbegabte Geschöpfe. Also eine Flasche wird nicht gefragt werden nach dem, ob sie gut und böse gehandelt hat, weil sie keinen Willen hat. Und jetzt kommt noch etwas, was wichtig ist, nämlich es wird in der islamischen Theologie unterschieden zwischen zwei Prinzipien, nämlich einerseits dem Willen und andererseits der Zufriedenheit. Das heißt, es kann sein, dass Gott etwas will, mit dem er aber nicht zufrieden ist. Alles, was auf der Welt geschieht, ist sozusagen, also aus klassischer theologischer, islamischer Sicht, von Gott gewollt. Aber vieles von dem, was auf der Welt geschieht, ist etwas, mit dem Gott nicht zufrieden ist. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich versuche es, also es ist eine Vereinfachung mit einer Geschichte. Ich muss das kurz mal wieder zurück. Die Geschichte ist folgende. Der Vater sagt zu seinem Sohn, mein lieber Sohn, hier, nimm 100 Euro und spende das den armen Menschen von dort und dort. Gut? So. Und der Vater macht es, um seinen Sohn zu prüfen. Er möchte die moralische Integrität seines Sohnes kennenlernen. Er gibt ihm dieses Geld und sagt, geh und spende das dort. So. Der Sohn geht jetzt und hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er geht und macht das, was moralisch gut ist, oder er denkt sich, mein Vater sieht sowieso nicht und macht irgendwas anderes mit diesem Geld, was moralisch schlecht ist, weil es mit Lüge verbunden ist und Veruntreuung und so weiter und so weiter. So. Und der Vater beobachtet seinen Sohn dabei und sieht, dass er etwas macht, was moralisch schlecht ist. Nämlich der Sohn geht und veruntreut dieses Geld. Der Sohn hätte das nicht machen können, wenn der Vater es nicht wollte. Also wenn der Vater diese Prüfung sozusagen nicht gewollt hätte, wäre es zu der Situation nicht gekommen, hätte ihm dieses Geld nicht gegeben. Der Vater ist aber letzten Endes mit seinem Sohn nicht zufrieden, weil er sozusagen die schlechtere der beiden Alternativen nimmt. Okay? Das ist jetzt der Unterschied zwischen Wille und Zufriedenheit. Um sozusagen diese Begriffe einfach näher zu bringen. Also es ist nicht alles ein Vergleich, was hinkt. Also ich vergleiche auch immer, ist noch immer ein bisschen problematisch, aber ich versuche es ein bisschen näher zu bringen. Und es könnte theoretisch sein, dass dieser Vater seinen Sohn so gut kennt, und eigentlich weiß, dass sein Sohn sicher das Schlechtere machen wird, aber er möchte dem Sohn eine Lektion erteilen sozusagen und gibt ihm dieses Geld und lässt ihn jetzt gehen und lässt ihn sozusagen das Schlechte machen. Er wollte es, er ist unzufrieden damit und er wusste es schon vorher. Und hier ist sozusagen das Element des Wissens in dieser Sache. Also, die Anordnung zum moralisch richtigen Handeln, mein lieber Sohn, mach das. Das ist auf der Vaterseite jetzt. Die Schaffung des konkreten Handlungsfeldes, nämlich 100 Euro zu geben und so weiter, ist auf der Vaterseite. Die konkrete Handlung, das ist die konkrete Entscheidung, etwas zu machen, ist jetzt die Entscheidung des Sohns.
die Konsequenzen zu verhängen, den Sohn vielleicht dafür zu bestrafen oder zu reglementieren, wie auch immer, ist eine Vatersache. Und das vorangegangene Wissen, der Vater wüsste jetzt, dass sein Sohn das Schlechte machen wird, ist ebenfalls beim Vater. Okay? Und hier ist etwas Wichtiges, was man verstehen muss. Wissen ist eine nicht wirksame, nicht wirkende Eigenschaft. Wissen hat keinen Einfluss auf Dinge. Das heißt, wenn man sagt, man geht davon aus, dass Gott schon immer wusste, dass wir heute hier sitzen werden, dann heißt es nicht, dass er uns dazu gezwungen hat, hier zu sitzen, sondern wir sind freiwillig hergekommen, aber das göttliche Wissen hat dennoch sozusagen umfasst dieses Hiersitzen. Das wäre sozusagen der klassische Zugang zur Spannung zwischen Vorherbestimmung, Wissen und Macht. Aber natürlich, wie gesagt, bei Vergleichen gibt es auch immer, mit Vergleichen muss man vorsichtig sein. Die Schwierigkeit hier, der Vater keinen direkten Einfluss auf die charakterliche Disposition. Also es gibt ja oft so, dass man Kinder sehr gut erzieht, aber trotzdem sind sie halt am Ende missraten. Das kann ja passieren. Ne? Das heißt, wenn der Vater wird seinem Sohn vielleicht, der jetzt sozusagen moralisch verwerfliche Dinge macht, mehr oder weniger hilflos zusehen. Ja, und das ist natürlich etwas, was im Sinne eines stringenten Monotheismus unmöglich ist. Das heißt, hier ist ein Unterschied im Vergleich zwischen göttlicher Vorhersehung und Willensfreiheit. Und im religiösen Sinn ist aber diese charakterliche Disposition von Gott selbst erschaffen. Und hier ist die Problematik. Also hier ist die große Problematik. Das hat Gott sozusagen diesen Willen erschaffen? Und warum hat er ihn erschaffen? Und was will er damit? Und das ist eigentlich eine der schwierigsten Fragen in Kelams. Wille und Verantwortung. Erschafft Gott den Willen an sich? Erschafft Gott den menschlichen Willen? Hier würde wahrscheinlich in der ganzen muslimischen Glaubenslehre sagt man, wenn man den Willen hier versteht als eine Disposition, als eine Fähigkeit, dann sagt man ja, Gott erschafft, hat den Menschen oder hat Menschen, die im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten sind, mit einem freien Willen erschaffen. Aber die Frage ist, und das ist die große und die schwierige Frage, wie ist es mit konkreten willentlichen Entscheidungen? Sind die von ihm erschaffen oder nicht? Also erschafft Gott zum Beispiel die konkrete willentliche Entscheidung, etwas Schlechtes zu machen? Und hier haben wir diesen Vers gehabt, ich bin auch gleich fertig, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und jetzt gibt es die Frage, ist Gott jetzt auch der Erschöpfer des negativen, der negativen oder der moralisch verwerflichen Willensentscheidung? Das ist eine Position, zu sagen ja. Und warum das so ist, wissen wir nicht, das ist ein Mysterium des Glaubens. Oder aber der Wille, also Gott ist der Erschöpfer, Gott ist Schöpfer aller Dinge, okay? Aber der Wille ist kein Ding, sondern ist eine abstrakte Kraft. Und darum sozusagen, das ist eine andere Position in der Glaubenslehre, dass der Wille sozusagen austritt aus diesem Schöpfungsmonopol und der Mensch selbst den Willen schafft. Wie auch immer. Und dann zum guten Abschluss noch die Frage, wie reagiert man in der muslimischen Gelehrsamkeit auf bestimmte neurophysiologische, neurobiologische Untersuchungsergebnisse, Fakten, die sozusagen die Kraft des Willens oder die Kraft des Willens sehr stark relativieren. Und hier ist zunächst einmal eines zu sagen. Die islamische Theologie ist ein relativ junges Feld. Und auch diese Forschungen, die es dazu gibt, sind relativ jung. Und es ist normalerweise ist es so, dass Menschen, die theologisch sehr versiert sind, sind meistens naturwissenschaftlich nicht sehr stark gebildet und umgekehrt. Das heißt, es gibt bis jetzt, also meines Wissens nach, relativ wenig wirklich qualifizierte Stellungnahmen zu diesen Fragen. Das, was so im Allgemeinen die Grundlinien-Diskussionen sind, meistens die,
dass man sagt, die Untersuchungsergebnisse sind bisher nicht stark genug, dass man wirklich sozusagen theologisch ernsthaft, also sozusagen die theologischen Grundlagen in Zweifel ziehen müsste. Es ist so, also unter muslimischen Theologen herrscht sehr oft so eine gewisse Wartung, eine Haltung des Abwartens. So, wir warten mal und schauen, bis die Ergebnisse mal ernster sind und seriöser sind und dann überlegen wir, was wir jetzt mit dem Willen machen. Ja, man muss nicht sofort sozusagen die Pferde scheu machen. Ja. In der Bioethik gibt es ein ähnliches Thema mit Klonen und so weiter. Und da haben so viele muslimische Gelehrte gesagt, na, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und dann sehen wir mal, wie wir darüber urteilen. Ja. Dann gibt es die Haltung, dass man trotz aller, trotz des Einflusses von neurobiologischen Sachverhalten im Gehirn, dennoch davon ausgeht, dass es eine Art von Vetorecht im Menschen gibt. Und dieses Vetorecht allein, sozusagen das innere Vetorecht, ist sozusagen ein Argument für die Willen, für die Verantwortung des Willens im Menschen. Und Gott erschafft auch Kausalitäten und auch neurophysiologische Prozesse sind nichts anderes als ein Teil seiner Schöpfung und er erschafft eben durch diese Dinge. Und auf moralischer Ebene ist es so, dass wann immer wir einen Menschen und ein menschliches Verhalten moralisch bewerten, muss die Bedingung gegeben sein, dass dieser Mensch frei entscheiden kann. Das heißt, jetzt ganz banal gesehen, ein Mensch, der nicht im Besitz seiner vollen geistigen Fähigkeiten sind, jemand, der als verrückt oder wie auch immer gilt, ist moralisch gesehen nicht zu belangen. Das heißt, hier geht man davon aus, dass das durchaus sozusagen auch Störungen im normalen physiologischen Ablauf im Inneren des Menschen ein Grund sind dafür, der religiöse Verantwortung relativiert, abschwächt oder gar negiert. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und ich bin zu lang gewesen. Dankeschön. Herzlichen Dank erstmal, Professor Kölner. Ist das angestellt? Ja? Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Diskussion vielleicht in verschiedenen Schritten führen, dass wir zuerst einmal klärende Fragen stellen, wenn wir noch Nachfragen haben oder bestimmte Grunddispositionen stellen wollen, dass wir dann in einem zweiten Schritt vielleicht uns auf Fragen konzentrieren, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der jüdischen und der muslimischen Perspektive noch näher herausarbeiten. In diesem Fall waren wir recht nah beieinander, weil der Rambam natürlich etwa jemand ist, der sehr nah an der islamischen Perspektive auch steht, aber da können wir sicherlich noch mehr Unterschiede herausarbeiten und dass wir dann vielleicht in einem dritten Schritt uns auch auf Fragen beziehen, die die konkrete Bedeutung für uns in der lebensweltlichen Praxis nach sich ziehen. Vielleicht fange ich mit ein paar Fragen an und dann melden Sie sich und wir lassen das dann zusammenlaufen. Ich habe tatsächlich zuerst einmal eine Frage. Am Anfang war hier noch das Bild der Veranstaltung Glaube und Wissenschaft. Und ich denke, wir haben alle gesehen, dass Glaube und Wissenschaft hier tatsächlich etwas unterlaufen wird, beziehungsweise wenn wir der Glaube als Religion oder als Monotheismus beschreiben, sowohl im der wissenschaftlichen Perspektive als auch in der monistischen Theorie, würde ich mal sagen, wird die Welt tatsächlich zunächst einmal als eine vorbestimmte erfahren und als eine solche beschrieben. Und die Perspektive auf Freiheit ist weniger sozusagen eine Glaubensperspektive, die da hereinkommt, als eine, so etwas wie ein Postulat. Ja, wir können als Person, Sie haben über den Personenbegriff gesprochen, Herr Professor Mittelmann, wir können den Menschen als Person nur denken unter dem Freiheitspostulat. Deshalb wäre jetzt sozusagen meine erste Frage die, ob wir in gewisser Weise gezwungen sind, den Menschen als vorbestimmt in seinen Handlungen, in seinem Willen beschreiben zu müssen und gleichzeitig, weil wir ihn als Menschen denken wollen, trotzdem diese Freiheitsannahmen machen müssen. Und darüber hinaus müsste man dann sagen, sind Monotheismen vielleicht Gedankengebäude, die es möglich machen sollen, den Menschen als Person zu denken, das heißt als freies Wesen zu denken.
wieder Wissenschaft, wieder deskriptive Beschreibung der Religion selber. Und vielleicht können Sie in diesem Zusammenhang auch noch mal auf einen wesentlichen Aspekt eingehen, zur begrifflichen Klärung. Wir haben in diesem Titel beispielsweise steht der Mensch zwischen Freiheit und Schicksal. In der weiteren Ausführung steht, das heißt, wird dann gesprochen über die Vorherbestimmung, die Prädestination Gottes. Wir haben also auch verschiedene Begriffe, um die Determiniertheit zu beschreiben. Aber tatsächlich ist natürlich sehr fraglich, ob Determinismus, Schicksal, Prädestination, ob das alles dasselbe ist. Um ein Beispiel zu geben, der Determinismus würde es möglich machen im Sinne des Laplace'schen Dämons, dass wenn er die Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, dass er voraus- und zurückrechnen kann und wirklich den Zustand der Welt in der Zukunft und der Vergangenheit klären kann. Während Schicksal im griechischen Sinne durchaus etwas anderes heißen kann. Man könnte an Ödipus denken, der augenscheinlich Handlungsfreiheit hat, der alles macht, um ein bestimmtes Schicksal nicht zu erreichen und anscheinend ganz offen ist zu tun, was er will, aber das Schicksal ist vorbestimmt. Ja? Aber die Schritte dazwischen sind es nicht unbedingt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Modelle, wie wir Vorherbestimmung denken können. Und die Frage ist, wie sich jeweils Islam und das Judentum in unterschiedlichen Positionen darzustellen und unter welchen Bedingungen tatsächlich Freiheit des Menschen möglich ist. Möchten Sie, Herr Mittelmann, vielleicht beginnen, darauf zu antworten? Is this on? Yes. So I think the problem is not so much monotheism, but what we mean by monotheism. Is the God of the Bible, Hebrew scripture, a monotheistic portrayal of God? I think there's an evolution toward a higher monotheistic view in the Bible. But what I don't think you have in the Bible in any explicit way is what Christianity calls a perfect being theology. If monotheism means perfect being theology, then I don't think it's fully compatible with human freedom in the face of theological determinism. That is, if God is, for lack of a better term, a being, perfect being, perfection itself, with the traditional predicates of all-knowing, all-powerful, and so on, all of these theological gymnastics that you find in medieval Jewish philosophy, and excuse my sort of casual and somewhat derisive term, gymnastics, but in other monotheistic theological systems, I don't think any of them are satisfactory. They all have to redefine what we mean by thing, what we mean by knowledge, what we mean by will. I think from a philosophical view, all of them are failures. I don't think perfect being theology and any robust account of human freedom are compatible. If you go with the monotheism of the Bible, in which God is a personal God, not fully describable in these abstract categories of perfection, then I don't think it's as much of an issue. Ja. Also ich denke, dass das der Gedanke der menschlichen Freiheit ist ein Postulat, oder kann man das Postulat erst dann bezeichnen, wenn es etwas ist, was wir entgegen aller empirischen Erfahrungen und Wirklichkeiten irgendwie aufrechterhalten müssen. Die Lebenserfahrung spricht doch dafür, dass wir in vielen Bereichen tatsächlich Entscheidungen treffen und in diesen Entscheidungen frei sind. Aber ich glaube, was absurd wäre, ist, über einen absolut freien menschlichen Willen zu sprechen. Warum? Weil wir in vielen, vielen Hinsichten determiniert sind, einfach durch Lebensumstände. Wir sind alle in eine ganz konkrete Situation geboren worden. Wir sind alle in einer ganz bestimmten Umgebung sozialisiert worden. Das hat uns geprägt. Wir haben alle unterschiedliche intellektuelle, emotionale und sonstige Fähigkeiten, über die wir nicht vollkommen frei verfügen können, die wir nicht vollkommen frei erweitern können und so weiter. Das heißt, das menschliche Freiheit ist relativ angesichts der Lebensumstände, in denen wir leben.
Aber die Frage ist, existiert diese Freiheit, ist diese Freiheit, die wir haben, diese relative Freiheit, die wir haben, etwas, was sozusagen künstlich aufrechterhalten werden muss, entgegen all dessen, was wir beobachten? Oder ist es etwas, was sozusagen den Lebenswirklichkeiten, die wir sehen und die wir erleben, entspricht? Und mir scheint das Konzept eines relativen menschlichen Willens vernünftig zu sein, rational begründbar zu sein, theologisch in dem, was wir beide jetzt gesprochen haben, auch sozusagen konkretisiert oder ausführbar zu sein. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, nichts, was durch die Wissenschaft so weit, was durch die Wissenschaft vollkommen entkräftet ist heute. Herzlichen Dank erstmal. Ich möchte da vielleicht gleich nachfragen. Wenn Sie sagen, unsere Lebenserfahrung zeigt eigentlich, dass wir eine gewisse Form von Freiheit haben. Frau Nowak hatte vorhin Freud angesprochen, die Frage, sind wir Herr im Hause? Die Frage ist natürlich, ob die phänomenologische Erfahrung, dass wir frei sind, mit den Realitäten wirklich übereinstimmt, ja, oder ob es nur ein Schein der Wahrheit ist. Grundsätzlich könnten die vielen Beschreibungen, zum Beispiel in der Tora, die Sie angesprochen haben, mit dem verhärteten Herzen des Pharaos, alles als Beschreibung dafür sehen, dass wir die Erfahrung machen, dass natürlich Menschen in Konstellationen denken, Geschichten verstrickt sind und dann nur den Schein haben, sie werden frei handeln. Grundsätzlich aber erstmal doch so weit bestimmt sind von den Lebensumständen, von den Prägungen durch ihre Eltern oder von Konstellationen, dass es sich nur auf einen Schein reduziert. Ich glaube aber, dass Sie beide tatsächlich auch schon angedeutet haben, dass in Bezug auf die Willensfreiheit es einen gewissen Unterschied zwischen der jüdischen und der islamischen Perspektive geht. Herr Kellner, Sie haben vorhin damit begonnen, dass Sie mit einer gottzentrierten Perspektive eigentlich beginnen wollen und sozusagen zu dem Mensch erst kommen wollen. Ich hätte den Eindruck, dass wenn man von einer gottzentrierten Perspektive ausgeht und dann zu dem Gedanken kommt, dass Gott selbst den Willen des Menschen erschafft, dass es dann sehr, sehr schwer wird, die menschliche Freiheit noch zu rechtfertigen. Also sozusagen die intellektuelle Leistung, die gefordert ist, ist sehr viel größer. Während das Judentum tendenziell eben nicht gottzentriert, sondern eher menschenzentriert ist und von der menschlichen Erfahrung ausgeht, beziehungsweise von der menschlichen Notwendigkeit, den Menschen als frei zu denken und alles tut, eine Theologie zu entwickeln, die damit kompatibel ist. Also tendenziell einen schwächeren Gott entwirft, einen Gott, der sich zurückzieht, der den Menschen die Welt überlässt, der ihn in den Raum lässt. Tatsächlich eine klassische Übersetzung des Beginns der Tora wäre Shid Bara Elohim et Hashamayim v'Haaretz. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Welt. Eine klassische Übersetzung ist nicht zu sagen am Anfang, sondern für den Anfang. Dafür, dass es einen Anfang in der Welt gibt. Und im Grunde ist hier sozusagen der Mensch schon vorgedacht. Also würden Sie damit übereinstimmen, dass wir vielleicht in dem Sinne unterschiedliche Perspektiven haben, dass das Judentum mehr menschzentriert ist, weil Freiheit sozusagen das ist, worum es zunächst einmal geht, während es im Islam erstmal um den Gott geht und dann die Frage ist, wie komme ich dann noch zur Freiheit? Well, the 20th century Jewish theologian Abraham Joshua Heschel, who worked in the office a few doors down from me years before I arrived at the Jewish Theological Seminary, says that the Bible is a book about man, about human beings, not about God. I think that very much resonates with Professor Mattern's view that there's something for us to begin with a story of God rather than with the phenomenological immediate experience of human beings. That beginning with the human experience and trying to make sense of it by going ultimately in a transcendent direction, I think is the way at least the Bible works. The philosophical question for me as a modern person is whether human experience, as we come to understand it with more precision, as we come to explain it ever more fully through sciences like genetics, epigenetics, neuroscience, whether
human experience can ultimately be reduced to a third-person point of view. Science is intolerant of a first-person point of view. Even if it's a psychology talking about human, trying to interact with humans' own accounts of how it feels to be who you are under certain circumstances, the science's ultimate goal is to dissolve the first-person point of view and to give an adequate physical explanation in terms of a causation, in terms of a third-person point of view. So my question is the first-person point of view of our individual human felt experience irreducible? Is there something ontologically, philosophically, metaphysically basic about subjective consciousness? Or is there ultimately a story about the brain, ultimately a story from biophysics, ultimately a story from physics about what this all is? I think to be true to a biblical outlook, you'd have to say there is something irreducible about the experience of being a person, of what personhood is. It doesn't cash out, it doesn't boil down to a story from chemistry and then to physics. But this may be a pipe dream, you know. This may be wishful thinking. It's very fundamental to us to have an experience of time in which time flows from the past through this fleeting present into a future. The flow of time is integral to our psychological experience of what it is to be conscious creatures. But physics tells us that time doesn't flow. So I think that's similar to the free will determinism problem. We have some sort of very high scientific view that is absolutely counter to our felt personal experience. The challenge, if we want to live this way and not ignore the science, is how we can integrate what it is to believe ourselves to be what we most definitely are, persons, and yet hold on to whatever truth the science gives us at the same time. Ja, ich hätte, also wenn ich über Determinismus im Koran spreche und menschliche Freiheit im Koran spreche, hätte ich von Menschen beginnen können. Es wäre auch sinnvoll gewesen, zum Beispiel, was mich auch jetzt an die Ausführungen von Herrn Professor Mittmann erinnert hat, dass man davon ausgeht, die Ehrung des Menschen, dieser Ausdruck im Koran, wir haben den Menschen geehrt, wird unter anderem so interpretiert, dass der Mensch geehrt wird durch die Fähigkeit, freie Willensentscheidungen zu treffen oder Willensentscheidungen zu treffen. Wenn ich frei sage, dann meine ich keine absolute Freiheit, aber ich meine zumindest die Möglichkeit, sich bewusst für etwa für das eine oder andere zu entscheiden. Das heißt, in der klassischen Exegese-Literatur haben wir die Willenskraft des Menschen als einen Hinweis darauf, dass der Mensch geehrt ist und dass der Mensch als Mensch ein ganz besonderes, ehrenwürdiges sozusagen Lebewesen ist. Wenn Sie, Sie haben vorher Freud angesprochen und ich will jetzt nicht zu weit in die Tiefenpsychologie gehen, aber das Ich ist ja auch sozusagen die Instanz, die managt zwischen verschiedenen Kräften. In der islamischen Psychologie, wenn man es so nennen kann, haben wir etwas sehr Ähnliches, nämlich auch sozusagen ein Zentrum der Persönlichkeit, das zwischen unterschiedlichen, miteinander in Konflikt stehenden Kräften oder zwischen miteinander in Konflikt stehenden Kräften vermitteln muss. Etwas, was ich sehr interessant fand also eine Parallele, die ich zum Judentum fand, war diese Narrativ, dass Gott hat die Herzen verhärtet. Das ist etwas, was im Koran sehr, sehr oft vorkommt. Wir haben ihre Herzen hart gemacht. Und es wird aber als etwas gesehen, was zunächst einmal vom Menschen ausgegangen ist. Der Mensch zeigt sich selbst freiwillig, aus seinem freien Willen heraus, arrogant gegenüber Gott. Und dann verhärtet Gott die Herzen der Menschen. Er verhärtet das Innere des Menschen und schafft sozusagen eine völlig neue psychische Situation im Menschen. Und ich habe dieses Thema sehr interessant gefunden. Und insgesamt würde ich sagen, dass
das Leben in, und das, jedes menschliche Leben ist aus koranischer Sicht, wie wir auch gezeigt haben, eine Prüfung. Wir haben Tod und Leben erschaffen, um euch zu prüfen, wer am besten handelt. Das Element der Prüfung. Und diese Prüfungen sind extrem individuell. Und jedes Prüfungsfeld ist eingeschränkt. Jeder Mensch ist in seinem eigenen individuellen Feld dieser Prüfung eingeschränkt durch die konkreten Umstände, die sozusagen für ihn erschaffen worden sind. Aber in dem hat er eine gewisse Freiheit, sich für verschiedene Dinge zu entscheiden. Das war sozusagen die Zusammenfassung meines Vortrags. Und, Entschuldigung, nicht nur einen letzten Satz, und der zweite Punkt, auf den ich unbedingt hinweisen will, noch einmal als eine Zusammenfassung war, dass die göttliche Vorherbestimmung aus islamischer Sicht nicht immer eine Vorherbestimmung von Macht ist, sondern die einfach mit Wissen zu tun hat. Gott weiß, was du machen wirst, aber bestimmt nicht für dich, was du machen wirst in allen Dingen. Sondern er lässt dir die Freiheit, aber er kennt deine Wahl. Ja, ich glaube, dass wir schon feststellen können, dass sich hier Islam und Judentum ein Stück weit auseinander bewegen, denke ich. Im Judentum könnte man mit Sicherheit nicht sagen, dass Gott die Welt und die Menschen erschaffen hat, um ihn zu prüfen, sondern eigentlich, damit er in freier Entscheidung das von Gott gewollte Güte realisiert. Ja, es ist keine Prüfung, sondern er hat einen Auftrag und diesen Auftrag gilt es zu realisieren und dabei kann er scheitern. Und damit kann auch Gottes Projekt scheitern letztendlich. Ja, wir haben so tatsächlich in der Tora ja immer wieder die Erzählung, dass das Projekt scheitert und Gott mit anderen Menschen neu ansetzen muss. Aber auch eine Prüfung kann scheitern. Natürlich, aber die Frage ist, ob die Prüfung das eigentliche Ziel ist oder bei der Verfolgung des Ziels entsteht eine Prüfung. Ja, also wir haben sehr ähnliche Konstellationen, aber doch gewisse Verschiebungen darin. Gibt es Wortmeldungen? Ich sehe sie ganz schlecht gegen das Licht, deshalb stehe ich mal kurz auf. Ja, da hinten die Dame ganz. Meine Frage ist, und zwar ist es sozusagen, könnte man das auch so verstehen, dass es sozusagen einen Impuls gibt und der ist sozusagen biologisch, sage ich jetzt mal. Und nach diesem Impuls ist sozusagen, das ist Schicksal, wie ich sozusagen gestrickt bin letztendlich. Und dann ist die Freiheit, wie ich mit diesem Impuls umgehe. Könnte man das im Judentum finden und auch im Islam? Professor Mittelmann, would you like to answer? Well, certainly. I think that came out in the quote from Maimonides in The Guide for the Perplexed. What I find rather unsatisfying about all of this is not that just the Jews and the Muslims, but other philosophers like Immanuel Kant, for example. Kant draws a distinction between Wille, a word that we saw up there, and Willkür. And for Kant, Wille is this world of natural law, of impulse, of desire. It's our unfreedom. It's our embeddedness in nature, which in his Newtonian world is a very deterministic system. But Willkür, that is where we have this space, this ability, it's not part of the natural world, in which we can relate to the moral law, to this transcendent principle, and thereby achieve freedom. You have very similar formulations in medieval Jewish thinkers, but where does this come from? Where do you get this magic card, you know, that gives you a pass out of the world of causality and allows you to have some unique standing in the world? You have to believe that nature is not monistic, that it's heterogeneous. Not everything fits together. One thing doesn't fit in, and that's this remarkable ability for human freedom. But I think from a scientific point of view, there's absolutely no reason to think that. And the more we want to align our rational views with a scientific, monistic kind of cosmos, we don't get a free pass. You know, human beings don't get a get out of the jail of causality card to give us this unique freedom. I think you still have to distinguish between raw impulse and some ability to channel the impulse, check the impulse,
endorse or negate the impulse, but those higher order functions that our consciousness performs, they're also part of the natural order. You don't get a pass. So someone like Maimonides sets himself up for a lot of problems because he really wants to have a strong view of natural law with all of these problems that come in its train. Someone like Saadia Gaon, his predecessor, who's much more indebted to the Kalam, he sees God as in control of everything, and he doesn't have these problems because he has a not as strong a view of nature as Maimonides does. I think it's hard for us as moderns not to have a very strong view of nature, and that's where the problem is. And it's not just a prejudice. I mean, science brings results. We simply are learning more about the brain than we've ever known before, and we have to take that seriously. Ja, was mit man hat eigentlich alles gesagt, was hier zu sagen ist, nur ein paar kleine, kurze Anmerkungen. Die Natur ist heterogen und ebenso ist die Natur des Menschen heterogen. Und das ist etwas, was in der islamischen Theologie sehr, sehr weit, in der islamischen Geistesgeschichte sehr, sehr weit ausgeformt worden ist, ausformuliert worden ist, diese verschiedenen Kräfte, die im Menschen, in der menschlichen Natur wirken. Und der berühmte Mystiker Mevlana Celaleddin Rumi hat es auf einen Punkt gebracht, der interessant ist. Er hat gesagt, der Mensch ist so wie ein Esel an den Engelsflügel gebunden sind. Also das ist sozusagen diese heterogene Natur des Menschen. So, der Mensch hat etwas, sozusagen etwas Materialistisches, was ihn hinunterzieht, etwas Spirituelles, was ihn hinaufzieht. Und diese beiden Kräfte sozusagen streiten im Menschen. Und der Mensch ist sozusagen nicht dieses edle, vernunftbegabte Wesen, das nur den richtigen Input braucht und dann kommt sozusagen der richtige Output heraus, sondern ist ein hochkomplexes Wesen. Und ebenso wie die Natur an sich heterogen ist, ist auch die menschliche Natur heterogen. Und im 9. Jahrhundert sagt Al-Harith al-Muhasibi, ein Mystiker, ein berühmter Mystiker, sagt, du wirst niemals das erreichen, was du willst, wenn du nicht auf das verzichtest, was du begehrst. Das heißt, es gibt Begehrlichkeiten und es gibt Willen. Und hier ist sozusagen die Idee, dass sozusagen in den Menschen ein Wille ist, der ihn über die Natur der Dinge, der ihn sozusagen in gewissem Sinn über die Natur der Dinge heben kann. Ich meine, das sind Alltagserfahrungen. Niemand von Ihnen hat ein Studium fertig gemacht, ohne auf Schlaf verzichtet zu haben, obwohl das Bedürfnis nach Schlaf in ihm vorhanden war. Niemand von ihnen hat Kinder erzogen, ohne bestimmten menschlichen Bedürfnissen wie eben geregeltes Leben und Schlaf nachzugehen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Dinge im Leben, wo man auf Dinge verzichten muss, um etwas Größeres zu erreichen. Und hier ist sozusagen dieser Wille, dieses Wollen von etwas, also etwas, also eine ganz besondere Kraft im Menschen, die den Menschen bewegt und die in dieser heterogenen Natur, in dieser heterogenen Welt einerseits und auch angesichts seiner eigenen heterogenen Natur bewegen kann. Aber wie genau? Ich glaube, es ist ein Thema, das man wird nie eine endgültige Antwort darauf finden. Aber es ist, glaube ich, eine Idee, die man verfolgen kann. Ja, bitte. Ja, ich wollte noch mal eine Lanze für die Philosophie und gegen die Hirnforschung brechen. Nämlich, ich denke, dass die Hirnforschung oder die Hirnforschung untersucht oft oder hat Versuche gemacht, sagen wir mal, dass Gehirnschaltung im Gehirn, also Gehirnschaltung angegangen sind, ich bin kein Wissenschaftler, sagen wir bei so einem Versuch, ich nehme ein Glas und vorher finden sie schon raus, dass das Gehirn schon was entschieden hat, ob es nun was trinkt oder ob jemand was trinkt oder nicht. Aber der Begriff und die Dimension des freien Willens sind viel größer. Die Hirnforschung untersucht ganz kleine Momente, die nichts über den freien Willen aussagen, aber sie publizieren ihre Ergebnisse, als könnten sie es. Deshalb würde ich mich nicht so einschüchtern lassen von der Hirnforschung. Und also die sollen bei ihren kleinen Ergebnissen bleiben. So.
Vielleicht kann ich da kurz nochmal nachhaken. Martin Heidegger hat darauf hingewiesen, dass wir Freiheit sozusagen immer nur als negative Kausalität denken. Ja? Also da, wo wir keine Kausalität herstellen können, da wäre Freiheit. Und es gibt einen ganzen Bereich, wo, sagen wir mal, Freiheit anders gedacht werden könnte, indem wir sozusagen als einen grundsätzlichen Lebensentwurf das beispielsweise denken, als den Entwurf einer Welt, in dem dann Kausalitäten wirken können. Das würde ich damit zusammenschließen, dass sozusagen die neurophysiologischen Ergebnisse im Grunde nur diese kleinen Bereiche der Kausalitäten erfassen können, aber was sozusagen den Raum aufspannt, in dem diese Möglichkeiten sind, das wird vielleicht nicht erfasst. Und vielleicht wäre sozusagen die philosophische wie die monotheistische Perspektive da eher in dem Bereich zu verorten, also der Aufspann eines ganzen Weltbildes. Könnten Sie damit was anfangen, also dieser Perspektive, oder denken Sie, dass die wissenschaftliche Perspektive doch so determinierend ist, dass wir eigentlich keinen Freiraum mehr haben? Vielleicht könnte man auch noch, Professor Mittelmann erstmal. Ja, yeah, I think these are important cautions that however the neuroscience goes, it should not be a fad. It shouldn't simply be the, you know, the most recent fascinating thing, and we all have to pay attention to it and put everything else aside. That's somewhat of a danger. Much of American or Anglo-American philosophy of mind, it's called, could be written by neuroscientists. It's unclear whether the philosophers who write it are really philosophers or they're just so imbued with this whole field of science that where's the philosophy? There's a lot of that. There's a popular article I give my students by one philosopher who's really an avatar of neuroscience. It's called, It's Good Just Being a Brain. There's a joke about this by a philosopher on the other side, John Searle. He says a neurodeterminist walks into a restaurant and the waiter asks him, what would you like to order? And he said, just wait, I'll see what my brain decides. So we do have to be concerned about being dominated by this and letting all other discourses go aside. But on the other hand, I don't think we can ignore it. The experiment that you were referring to, it was conducted in two shifts by a man named Benjamin Libet. And what Libet discovered is that up to several seconds before the conscious mind says, I'm going to decide to press this button, the muscles have already started on the basis of neural stimulation that the prefrontal cortex hasn't decided about. The muscles already have the action potential to move. So the Libet experiment, on the one hand, seems to very, very strongly suggest that we don't have free will, that decisions, if you can even use that word, are being made by our brains before our minds, so to speak, decide to make them. But this has been strongly criticized, particularly by the British philosopher, journalist Malick, I can't remember his first name, in which he makes exactly the point that you made, that the Libet experiments are investigating such an artificial situation of such a narrow range, to generalize from that about the whole scope of human decision and action in the world is just unacceptable. So my view always is we have to take the science seriously, but we also have to have a capacious kind of philosophical, religious perspective in which we don't lose personhood. That's my bottom line. Möchten Sie noch etwas anfügen? Oder? Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte. So, ich möchte in dem Bereich den moralische Verantwortung. Ich denke, in dem Sinne musste eigentlich der Mensch von islamischer Sicht frei Wille haben.
Allerdings diese Freiwille geholfen durch die Offenbarung. Das heißt, Gott hat ihm einen Weg gezeigt, entweder gehst du diesen oder der anderen. Und dann, wenn du am Schluss, da hast du deine Bestrafung oder Belohnung. Also sonst wird das unlogisch. Also wenn ich jetzt keine Wille habe, beziehungsweise so bestimmt, dann soll ich mich nicht bestrafen, wenn ich was Falsches getan habe. Und das ist diese Sequenz. Also erstmal Wille habe ich, Offenbarung, die mir den Weg zeigt. Und dann halt, das ist sehr verantwortlich in meine Handel und dadurch auch gerechtfertigt auch die Belohnung beziehungsweise die Bestrafung. Weil es gibt manche, die sagen, wenn ich jetzt was Schlimmes mache, sollte eigentlich nicht bestraft werden, weil ich schon vorbestimmt bin. In dem Bereich eigentlich die moralische Verantwortung ist, die Freiheit ist wichtig, denke ich mir. Wobei dann anderen Sachen wie den Sachen, die, also was mir in mir biologisch läuft, kann ich nicht dafür. Ich kann nicht jetzt darüber entscheiden, ob ich jetzt beim Hunger, also mein Bauch tut weh oder nicht. Oder auch Umstände, die ich jetzt nicht in meinen, also Umstände, die außerhalb mir. Aber bei der moralischen Verantwortung sollte eigentlich das, diese Willenfreiheit also deutlich sein. Dann wollte ich an den, bei der jüdischen, ich habe den Eindruck, eigentlich der Mensch im Zentrum, das Ganze. Dann die Funktion vor der Offenbarung, wo bleibt das? Also was, das heißt, die Gottwillen, beziehungsweise die ganze Offenbarung, dass man dem Mensch was zu geben ist, was hinweisen, in welche Richtung geht er. Also das heißt, das Ganze von dem Mensch geht, dass ich selber bestimme und mache, unabhängig von Gott. Das habe ich so verstanden. Oder es gibt ein anderes Verständnis. Also. Ich glaube, das war jetzt etwas missverständlich in Bezug auf das Judentum. Aber vielleicht wollen wir erstmal auf die erste Frage eingehen. Professor Kellner, wollen Sie vielleicht dazu noch etwas sagen? Ich glaube, die Frage zieht sich wesentlich an Sie. Ja, ich meine, aus einer religiösen Sicht kann man sagen, okay, der Mensch muss einen freien Willen haben, weil sonst wäre er im Jenseits nicht verantwortlich. Gleichzeitig ist die Frage der Verantwortung auf einer weltlichen Ebene relativ unabhängig von den philosophisch-theologischen Grundsatzfragen, weil auch wenn ich sage, dass ein Mensch zum Beispiel durch neurophysiologische Prozesse dominiert ist, werde ich ihn trotzdem zur Verantwortung ziehen, wenn er zum Beispiel einen Menschen umgebracht hat, wir werden ihn ins Gefängnis stecken, egal ob ich glaube, dass ein Mensch freie Willen Begabung hat oder nicht. Also ich glaube, wir müssen den Diskurs auf der einen Seite führen wir ihn sozusagen im philosophisch-theologischen Bereich, andererseits sprechen wir über Verantwortung des Menschen und sozusagen und Grenzen der Verantwortung des Menschen in der Gesellschaft und drittens spricht man über jenseitige Verantwortungen und da sagen wir, Gott wird den Menschen so weit zur Verantwortung ziehen, soweit der Mensch im Gottes Wissen, im göttlichen Wissen freiwillig gehandelt hat oder nicht. Das ist eine Sache. Ja, genau. Okay, danke. Well, let me just say a few things to close. I don't think anyone should really worry about this. You know, unless you're bitten by the bug of philosophical skepticism, this is nothing to worry about. As long as we have human beings, we'll have some sense of ourselves as responsible moral agents. We'll be able to make a distinction between when we do something out of what feels like a free choice and when we do something because we've been pushed or we're on a drug, or something constrains us and interferes. We can make those distinctions. They're part of our equipment as persons. What is going on if you lift up the hood and look at the neuronal mechanisms underneath? I don't think we need to worry about that. We only need to worry about that for two reasons. One is the criminal law. I think we are not at a point yet where the law diminishes one's responsibility for a criminal action because of one's
genome because of one's genetic history. But I think if we can make tighter correlations between genetics and aggressive behavior, then it ought to be the case that these kinds of neuroscientific and genetic deterministic considerations should have an impact on an important field of moral judgment, namely the criminal law. The kinds of mitigating possibilities that we allow to diminish responsibility for a crime ought to include neurophysiological determinist considerations if we know enough at some future point. So basic justice, basic fairness in the criminal law, criminal responsibility might be one reason to worry about this. The other reason I think we should worry about it is since human beings are uniquely capable of making themselves, often in a dialogue with their religious traditions in which they aspire to be the best people they can be, given a revelation of what a true, fulfilled human life looks like, we do take on scientific views of the day, often in an ideological and distorted form, and make them part of our self-understanding. So bad American eugenics, for example, bad American racial theory, migrated to this country and was part of the, if I can use the term, intellectual equipment of Nazism. We have to be on guard against science, or what we currently understand to be good science, taking on an ideological role in our self-definition in a very negative way. I mean, Freudianism, whatever you think of it, that bundle of terms and concepts became, you know, a popular conventional way of speaking, and we're not at the point where we say, well, just let my brain decide what I'm going to order. No, we're not there yet. But I could see if this kind of study gets more and more influential and powerful over the years that our kind of sense of ourselves gets shaped by a deterministic outlook. That would be bad. That would diminish our personhood and our potential for human flourishing. So that's another reason to worry about it. But under normal circumstances, I think we should just go about our business as people trying to be good moral people. Ja, ich würde kurz noch auf die Frage eingehen wollen, weil ich, also es ist mir wichtig, das Missverständnis auszuräumen. Wenn ich das Judentum vorhin als Mensch-centered bezeichnet habe, auf Menschen zentriert, dann will ich damit nicht sagen, dass sozusagen Gott eine nachrangige Rolle spielt, sondern dass der Ausgang der Reflexion auch beim Menschen beginnt. Und die Frage ist, wie kann ich als Mensch ein freies Wesen sein? Und genau da kommt eben die Offenbarung hinein, weil die das im Grunde erst möglich macht aus der klassischen Perspektive. Solange wir bei uns sind als Mensch, sind wir von unseren Determinismen bestimmt, sind von den Trieben, von den Instinkten bestimmt. Und die Frage ist, was kann uns da herausreißen? Also die Reflexion beginnt bei der Selbsterfahrung, aber natürlich wird Freiheit genau in dem Moment möglich, wenn sozusagen den innerweltlichen Determinismen eine andere Perspektive entgegengesetzt wird und dann natürlich die Wahl entsteht. Folge ich meinen Trieben oder erkenne ich das Gute an und folge dem Guten? Also der französische Philosoph Emmanuel Levinas hat das am Beispiel des anderen Menschen beschrieben. So, wir sind bei uns, wir folgen unseren Interessen, aber in dem Moment, wo wir den anderen wirklich als jemanden wahrnehmen, der einen Anspruch an uns hat, der uns in seine Verantwortung nimmt, in dem Moment löse ich mich von meinen eigenen Bedürfnissen, meinen eigenen Trieben, werde von denen gesagt frei, aber indem ich unter die andere Bestimmtheit des anderen Menschen komme, hinter der Levinas eben letztendlich die Bestimmung des Schöpfers selber sieht. Ja, also im Geschöpf, als der Mitmensch ist, erfahre ich die Bestimmung durch den Schöpfer. Und das ist das, was mich letztendlich frei machen kann. Von daher, Selbstzentriertheit heißt jetzt im Judentum nicht, dass es eigentlich um den Menschen geht, sondern das ist der Ausgangspunkt der Reflexion. Und die Frage ist, wie kann ich diese Zentriertheit überwinden? Gibt es noch Fragen? Ja, da hinten der Herr. Thank you.
Jetzt? Ah, guten Abend. Ich habe die Überlegung gehabt, dass durch die Informatik haben wir heutzutage die Möglichkeiten, bestimmte, ja, ob Sachen jetzt vorherzusagen, das ist sicherlich sehr weit hergeholt. Aber sicherlich kann man Tendenzen heutzutage dank der Informatik messen und prüfen. Und meine Frage, und das hat sicherlich auch Einfluss auf die Begriffe Freiheit und Schicksal, wenn einiges mittlerweile auch vorherbestimmter sein kann, ob das jetzt im Positiven oder im Negativen ist. Meine Frage wäre, inwieweit aktuelle Forschungen oder Überlegungen diesbezüglich auch in den Bereichen jetzt Wissen und Glauben auch schon thematisiert werden oder überlegt werden? Oder was gibt es da für aktuelle Stellungnahmen? Danke. Ja, möchten Sie sich dazu äußern, Herr Mittelmann? Also jetzt werden vielleicht so als Schlüsselwörter beispielsweise Big Data genannt, wo man über Polizeisysteme beispielsweise nutzt, um vorhersagen zu können, wo beispielsweise Polizeiwagen in Straßen reinfahren, um beispielsweise präventiv Einbrüchen entgegenzuwirken, was schon da ist, oder auch Krebsprävention, wo man dann wiederum über Messungen sagen kann, wo Leute, also wo die Gefahr erhöht ist, beispielsweise zu erkranken, um jetzt nicht nur gerade von Worst Case oder von schlechten, negativen Ausgängen zu gehen. Well, I don't know very much about this, but I think these kinds of considerations come up mostly in the context of ethics and applied ethics more than in the philosophy of mind, free will, determinism kind of thing. I think that as committed as I am to the notion of human dignity and the concept of persons as irreducible entities, the concept of personhood is very fluid nowadays. Increasingly, at least in the English language discourse, animals are included in the concept of persons. I think to a certain extent, there are proposals for artificial intelligence as potential personhood realized in silicon, so to speak, rather than in carbon-based life forms. So I think we have a increasing fluidity in the concept of personhood, which, depending on your perspective, either increases the richness of personhood or diminishes it. The animal rights movement, animal suffering. There's one American ethicist, Peter Singer, who's Australian actually, teaches at Princeton University, who would say that the suffering of a chicken counts for more than the suffering of a newly born human infant with a severe disability like spina bifida or something like this. And he'd be willing to apply a kind of eugenic consideration to the human, but not to the chicken. What we share with other animals, the capacity to suffer, is more important and more constitutive of our personhood than what we share with what we don't share, which is our rationality. There's a lot of this in the literature. I've seen a little bit of extension to this, to the possibility of advanced artificial intelligence, but I think at the moment we're nowhere near that.
So allmählich kommen wir zum Ende, aber ein, zwei Fragen sind sicherlich noch möglich. Gibt es noch Meldungen? Ja, bitte. So. Wir haben jetzt ganz viel über den menschlichen Willen gesprochen und die Freiheit, aber und gefragt, ob es den menschlichen Willen also gibt oder nicht, also die Freiheit zu tun, was man will. Aber wenn wir das für einen Moment mal annehmen, dann kommen wir ja zu dem zweiten Teil, nämlich der Frage, was macht das dann mit der Souveränität Gottes? Und da würde ich gerne wissen, es gibt da ja die Position, dass das eigentlich gar kein Widerspruch ist, wenn der Mensch sich entscheiden kann. Weil das Konzept von Allmacht oder auch das Konzept von Allwissendheit eben nicht umfasst, Dinge zu wissen, die in der Zukunft von einem souverän handelnden Subjekt ausgeführt werden. Das würde dem Konzept der Allwissenheit einfach widersprechen. Genau wie Gott eben nicht Dinge tun kann, die zum Beispiel, um Allmacht zu widerlegen, die Allmacht Gottes zu widerlegen, wurde angeführt, Gott könne keinen Stein erschaffen, den er selbst nicht heben kann. Also kann er diesen Stein, den er selbst nicht heben kann, nicht erschaffen. Also ist er nicht allmächtig. Aber das ist eben einfach das Konzept der Allmächtigkeit falsch gedacht. Und genau so kann man das bei der Allwissenheit in Bezug auf Vorauswissen sagen, dass das nicht in der Allwissenheit drin ist. Das sind jetzt nicht Gedanken von mir. Und deswegen würde ich gerne wissen, ob diese Position im Judentum oder im Islam schon mal artikuliert wurden, dass es im Prinzip eigentlich nur eine Frage der Begriffe ist, ob dass Gottes Allmacht und Allwissenheit eben besteht. Herr Kellner, möchten Sie? Ja, es ist definitiv, diese Diskussion gibt es in der islamischen Theologie und zwar relativ konturiert und in den ersten Jahrhunderten zwischen der klassischen sunnitischen und der mu'tazilitischen Theologie und genau über diese Frage. Also würde man Gottes Allwissen einschränken, wenn man behaupten würde, dass er das Zukünftige nicht weiß? Und die mu'tazilitische Theologie ist immer davon ausgegangen, dass Wissen bezieht sich auf das, was vorhanden ist und nicht auf das, was potenziell vorhanden ist. Während die scharitische Theologie eben davon ausgegangen ist, dass Zeit für ihn nicht existiert und er aus dem Grund, das weiß, was in der Zukunft geschehen wird, aber das die autonome Entscheidung des Individuums zum Beispiel nicht einschränkt, weil eben Wissen keine wirkende Eigenschaft ist, sondern eine beschreibende Eigenschaft. I think you have examples in Jewish thought of weakening the conditions on omnipotence and of weakening the conditions on omniscience. So go with omniscience, God's knowledge of everything. A very important, very radical Aristotelian thinker named Gersonides. Well, his parents didn't name him Gersonides. He was Levi ben Gershon. We name him Gersonides. Lived in southern France. He claims that God does not know and cannot know future contingents, that is, things that will happen contingently, not by necessity in the future. So a contingency is whether I go out to get something to eat after this presentation or not. A necessity is something that has a stronger logical status. He would give us a necessity that the sun will rise tomorrow. That also is not a necessity, it's a contingency. It's entirely likely that it will, but if you accept that distinction, Gersonides would say that there's no defect in divine knowledge because of God's inability to know future existence or future contingents. Well, why is that? Well, in a sense, future contingents are not worth knowing. Not a leaf falls, but that God doesn't know it. Gersonides would say, not so. It's not worth knowing. But of course, he has to have a better argument than that. So what he says is that events like that do not constitute knowledge. He's very Aristotelian, that knowledge has to do with what is always true.
It really has to do with universals, truths that escape contradiction. So for God's not knowing such things are right up there with God's conditioned omnipotence of not being able to make round squares, for example. So in these kinds of cases, you make a distinction between some strict philosophical definition of omnipotence or omniscience and some sort of imaginary notion that, you know, God knows everything, can do everything. I'm a little troubled by this distinction. This may be getting down into the weeds too much, that God's, if you grant that God does know future contingents and the truth of future contingent, that God's omniscience of that does not imply that that outcome has to happen through human agents. That seems kind of incoherent to me. I mean, if God knows the truth value of a future event, and that truth value is timelessly true, it's always true, that's a proper condition on knowledge from this, you know, very, very pure epistemic point of view. How can human beings fail to be the truth makers for that truth? I just don't see how that's possible. So I think this distinction between omniscience and omnipotence collapses. It strikes me as more of a rhetorical move than a logical move. Ich denke, die letzte Bemerkung von Herrn Mittelmann ist auch deshalb nochmal sehr wichtig, weil es natürlich deutlich sein muss, dass hier nicht die jüdische Position entwickelt wurde von Herrn Mittelmann, genauso wenig die islamische Position von Herrn Kellner. Ja, also es gibt eben ein weites Feld von Positionen zwischen Maimonides bzw. Gersonides oder Rambam und Ralbak. Gibt es sehr, sehr große Unterschiede, und damit wird vielleicht auch wieder deutlich, dass der Unterschied zwischen oder der Gegensatz zwischen Glaube und Wissen sehr formal ist. Denn es gibt eben in diesen Glaubenstraditionen tatsächlich philosophische, wissenschaftliche, in der Wissenschaft ihrer Zeit jeweils Diskussionen, die nicht einfach sozusagen als Glaubensposition verortet werden können. Und deshalb gibt es ein weites Feld von unterschiedlichen Positionen, in denen letztendlich die Frage nach der Menschlichkeit des Menschen unter Bezug auf eine höhere Instanz in vielfältiger Form reflektiert wird. Frau Nowak, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich habe eine Frage an Professor Kellner. Wenn man in muslimischen Ländern reist und mit Menschen spricht, hat man öfters die Erfahrung, vor allem bei Vereinbarungen oder Fragen, ob etwas eintreffen wird, die, hört man öfters, ja, inshallah, es wird, ja, wenn Gott will, wird es geschehen. Ja. Das wird öfters, glaube ich, ein bisschen befremdlich aufgenommen und missverstanden als eine Selbstentlassung aus der Verantwortung, das ist bestimmt ein Missverständnis. Aber ich wollte fragen und hier vielleicht eine Beobachtung von Herrn Matern sich anschließen, dass hier doch dieser Gottesraum, also Raum für Gottes, ja, Handeln, doch viel stärker, mindestens rhetorisch oder mindestens in einem populären theologischen Diskurs eingeräumt wird. Oder wie würden Sie das verorten, dass das so oft eben kommt als eine Floskel? Oder auch eben die theologische Vorstellung dahinter, doch den Raum für Gott stärker. Also als jemand, der sehr lange im Nahen Osten gelebt hat, muss ich sagen, ich habe gelernt, zwischen verschiedenen Inshallahs zu unterscheiden. Es gibt so, kommst du morgen, da gibt es Inshallah, und es gibt, kommst du morgen, Inshallah. Und es ist beides ein Unterschied. Das eine ist, ja, ich werde kommen, ich werde alles tun, um zu kommen, wenn Gott es erlaubt. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass wir morgen alle nicht mehr, oder dass ich morgen nicht mehr lebe. Aber im Prinzip komme ich. Und es kann heißen, eine Selbstentlassung aus jeder Verantwortung, inshallah, schauen wir mal morgen. Ja. Und ja. Vielleicht wäre auch darauf hinzuweisen, dass in der Tora-treuen Welt ähnliche Äußerungen durchaus sehr häufig zu hören sind. Ja, in der wahrscheinlich moderneren jüdischen Welt nicht so sehr, aber im orthodoxen Raum durchaus, ich glaube, ähnlich stark. Ja. Gibt es noch eine Frage? Ja, bitte, die Dame.
Ich frage mich zur Rolle des Gebets in dieser Situation. Also gerade im Islam ist ja auch das Bittgebet für Muslime sehr wichtig und auch in Bezug auf das Verhärten des Herzens, dass man auch darum bittet oder um Gottes Beistand bittet, dass er einem Kraft gibt, im Prinzip richtige Entscheidungen zu treffen. Also dass man im Prinzip danach Gottes Hilfe oder Intervention in den eigenen freien Willen bittet, dass es gut läuft, dass man sich für das Richtige entscheidet, dass man im Prinzip seiner Verantwortung nachkommt. Also das würde mich einfach interessieren, welche Rolle das Gebet auch im Allgemeinen da jetzt spielt. Ich glaube, die Frage richtet sich zuerst an Sie, aber... Ich habe vorher gesagt, dass der menschliche Wille, wenn wir ihn jetzt annehmen, eingebettet ist in zahlreiche Umstände, die wir nicht kontrollieren können, die nicht in unserer Hand sind. Also ich entscheide mich, morgen nach Hause zu fahren, aber es könnte ja am Weg alles Mögliche geschehen. Jetzt einerseits bittet man sozusagen um günstige Umstände für dieses Vorhaben, Nummer eins. Und zweitens bittet man darum, dass man die richtige Entscheidung trifft. Und beides ist, glaube ich, also einfach auch aus Alltagserfahrungen her nachvollziehbar und verständlich. Das heißt, ich habe ein gewisses Potenzial, Dinge selbst zu entscheiden. Ich hoffe, dass die Entscheidung, die ich treffe, richtig ist. Und gleichzeitig hoffe ich um Umstände, die es mir möglich machen, diese Entscheidung zu verwirklichen. Und also in dem sehe ich sozusagen den Sinn des Gebets. Herr Mittelmann, möchten Sie noch etwas zum Gebet sagen, oder? Welche Funktion hat das Gebet? Ja, in Judaism, there's of course, prayer plays a central role 3 times a day, not 5, but we are supposed to pray with kavana, and kavana means, on one level, psychological focus. You should be aware that you're praying. You should concentrate on your prayer. So that's the psychological sort of mind management dimension. But on another level, kavana means you should believe what you're saying. And if you're making bakashot, if you're making requests of God, you should believe that God is capable of granting those requests, and you should hope that God will grant those requests. That's part of what it is to be serious and focused in prayer, to pray with kavana. So the question is, what's the mechanism? How does that work? What should we believe about these things? So I think the ordinary piety believes in a God who enters into history, enters into human conduct, human affairs, can make actual changes in the circumstances for individuals. A kind of piety that is much more contemplative and philosophical, like you see in Ibn Maimun, the Maimonides, thinks that God acts basically through the structure of the world, through nature. And what you ask for when you're praying is for the wisdom to understand the structure of the world so that you can work within it and remake, with God's help, your heart, your mind, in the direction of wanting the right things, having the right hopes, that sort of thing. But I think it's very, very similar, if not basically identical. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich glaube, es war für alle sehr deutlich zu sehen, dass sowohl im Islam als auch im Judentum die Frage nach Freiheit und Bestimmung, Vorbestimmung, sei es Determiniertheit durch die Natur, sei es durch den göttlichen Willen bestimmt, sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Vielleicht abschließend ein kleiner Hinweis noch, es gibt in der jüdischen Tradition tatsächlich Texte, die Teil der Offenbarung selber sind, zum Beispiel der Midrash Tanchuma, ein Auslegungstext, der aber selber als Offenbarungstext verstanden wird, in dem es radikale Anklagen an Gott gibt, darüber, dass Gott im Grunde ja uns in vorfabrizierte Geschichten hereingesetzt hat. Zum Beispiel unter Bezug auf Josef, wie Josef nach Ägypten gebracht wird und eigentlich selber gar keine freie Entscheidung dazu hatte. In was für Geschichten bringst du uns eigentlich hinein, wird die Frage an Gott gestellt. Oder unter Bezug darauf, dass Gott den Tod erschaffen hat, bevor Adam überhaupt gesündigt hat. Also hat er ihm im Grunde schon vorausgesehen, dass er sündigen wird. Und in was für
was für Spiele treibst du eigentlich mit uns, Gott? Also in ganz radikaler Form wird Gott in Frage gestellt, kann man sagen. Und gerade darin wird natürlich auch wieder die Freiheit deutlich gemacht, dass der Mensch solche Fragen stellen kann und dass er sich in diesem Zirkel befindet. Und die jüdische Reflexion in Bezug auf Gott drückt sich eben genau darin aus, auch dass mit Gott in dieser Weise diskutiert wird, dass Gott der permanente und notwendige Bezugspunkt ist, aber gleichzeitig ein Bezugspunkt, der sozusagen in die Kontroverse mit hineingezogen wird. Ohne Gott als diesen Gesprächspartner zu haben, wäre die menschliche Freiheit nicht möglich und wäre auch die Diskussion nicht möglich. Ich weiß nicht, ob es solche Texte auch im Islam gibt, in dieser Virulenz, aber grundsätzlich die Virulenz der Fragestellung ist da natürlich auch genauso gegeben. Und diese Virulenz ist sicherlich nicht geringer als in ganz modernen Texten. Freud wurde genannt, aber die ganzen Texte, die sozusagen in Frage stellen, ob der Mensch Herr im eigenen Hause ist, haben keine größere Radikalität als die Texte der Offenbarungstradition selber. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer bewusst machen muss, wenn man diesen Gegensatz Glaube und Wissen vor Augen hat, der eigentlich erstmal ganz plakativ Gegensätze herzustellen scheint. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, bei den Gästen nochmal besonders für Ihre Vorträge. Herzlichen Dank und guten Abend.